Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live, hier von der Hamburger Waderkant. Ich Winter, du Sommer. Ja, es ist, aber wie das halt so ist, ne? Frauen, es ist 15 Grad, Pelzmantel, nein, Pelz ist es ja nicht, ne? Aber dicke Jacke und mir ist natürlich immer zu warm. Ja, wie ihr seht, ist das Wetter gar nicht so verkehrt. Einziger Nachteil ist, dass wir ein bisschen Verkehr im Hintergrund haben. Also ich hoffe, dass die Autos nicht zu sehr stören. Und was wir eben festgestellt haben, das Mobilfunknetz, das gibt heute auch nicht ganz so viel her. Also ich hoffe mal, es hält. Dass es hält. Können wir einfach nur die Daumen drücken. Also ich hoffe, ihr drückt auch die Daumen. Ja, wir erwarten heute die CMA CGM Sorbonne. Warum haben die eigentlich so lange Namen immer? Ja, weil können die nicht mal Fiete heißen oder keine Ahnung? Ja, weil da immer CMA CGM davor kommt. Also immer der Firmenname oder der Reedereiname. Ja, und Sorbonne, weißt du, was Sorbonne ist? Ist das eine Stadt? Nee, das ist die Universität in Paris. Ach, die werden doch immer nach Sehenswürdigkeiten oder... Genau, ne? Es gibt ja die Montmartre, es gibt, glaube ich, eine Concorde sogar. Letztens hatten wir die Jacques Sade oder Sade, nee, Sade sagt man, glaube ich. Also so, ja, verschiedenste Sehenswürdigkeiten. Ja, und ich mache uns jetzt hier mal aus, damit wir die zweite Kamera gleich auch nutzen können. Und wir schauen einfach mal hier parallel, wo sie sich denn aktuell befindet. Ist jetzt also auf der Höhe von Finkenwerder. Und wir sehen auch hier schon, dass sich die Schlepper bereit machen. Und wie ihr auf dem Bild seht, gucken wir uns das Ganze heute mal ein bisschen von oben an. Das heißt, wir stehen hier, wo stehen wir? Elbchaussee. Genau. Elbchaussee, Höhe, Himmelsleiter. Ja. Himmelsleiter ist übrigens wirklich eine Straße. Ja. Die kann man, also ist richtig ein Straßenname. Also könnt ihr nachsuchen, wenn ihr diesen Standort mal suchen möchtet. Und im Prinzip stehen wir jetzt hier oben da, wo wir letztens unten am Strand standen. Ne? Im Sand. Ja. Aber hast du nicht eine wichtige Frage vergessen? Ob Bild und Ton in Ordnung ist? Achso, ja. Okay, ihr Lieben. Ist denn Bild und Ton in Ordnung? Müssen wir gleich mal fragen. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Aber in letzter Zeit hatten wir keine größeren Probleme oder Aussetzer mit Bild und Ton. Dreht die denn jetzt hier und fährt da nach Waltershof rein? Genau. Oder wie muss ich mir das direkt vorstellen? Direkt hier unten dreht die. Da, wo die Schlepper jetzt sind? Ja. Schlepper. Die Schlepper. Genau da wird sie gedreht und direkt dahinter kommt ja noch die Marie Maersk, auch ein 400 Meter Frachter. Guck mal, das ist und doch jetzt ein schöner Name, oder? Marie. Ja, und den Maersk dahinter. Marie Maersk. CMA, CMG, XYZ. CMA, CGM. Ja. Ja, der ist wirklich ein bisschen sperrig, der Name. Also, aber die Schlepper machen ein bisschen Schlepperballett hier für uns, ne? Ja, so, dreht euch mal. Das stimmt. Komm, hier, wir brauchen ein paar 360s. Vielleicht hören die uns ja. So, Jungs, gebt mal ein kleines Schlepperballett von euch. Ja, die fahren dem Dampfer auch irgendwie überhaupt nicht entgegen. Nee, aber die sind ja schlau, da kommt ja eh. Also warum sollen die denn Sprit verbrauchen? Genau. Aber vielleicht, vielleicht noch mal eine kleine Info. Der ein oder andere hat das eventuell gestern mitbekommen, wer so ein bisschen Hamburg-Lokalnachrichten mitliest. Da seht ihr hinterm Baum noch die letzte Ecke von der MSC, ich glaube Regulus heißt sie. Und die ist nämlich gestern, die hatte gestern auf der Elbe Maschinenschaden, Höhe Glückstadt. Und dann haben sie die mit, glaube ich, 4 oder 5 Schleppern hierher zurückgeschleppt. Was natürlich dann zur Folge hatte, dass irgendwie der ganze Hafen erstmal lahm lag. Na? Na, bist du mal einmal nicht in Hamburg, da passiert mal was richtig Gutes. Ne? Ja, das wäre natürlich wirklich ein Ding gewesen. Das wäre doch ein 1A-Livestream. Das wäre wirklich ein schöner Livestream gewesen. Und ja, wir haben auch ein bisschen Vorprogramm. Ich sehe da gerade, hinterm Baum kommt ein kleiner Stückgutfrachter. Ja, schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Uhrzeit ist ja sicherlich für viele, die noch arbeiten müssen, nicht so ideal. Aber wir haben natürlich jetzt gerade im Winter so ein bisschen das Problem,
ja, wenn wir Streams im Hellen machen wollen, dann liegen wir normalerweise immer in der Arbeitszeit. Ja, das ist halt leider Kreuz des Winters. Oder aber es wird halt stockduster sein, so wie letztens bei der Euribia, die wir ja auch bei absoluter Dunkelheit gestreamt haben. Aber der hat auch nicht viel Ladung dabei, ne? Ja, man weiß ja nicht genau, was der unter der Luke hat. Mhm. Es kann natürlich sein, dass die beiden Schlepper für den sind, weil normalerweise für die Großen fahren die denen ja entgegen. Ja, guck mal, der macht sich auch bereit hier. Vorne der auch. Ja, aber es ist doch auch ein bisschen Vorprogramm, ist doch herrlich. Ja. Beifang sozusagen. Beifang, ganz genau. Aber der ist gar nicht so langsam, ne? Nee, der ist flott unterwegs. Guckst du. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen zu schnell sein, um hier das Festmachen mitzubekommen. Ja. Die haben mal einen Gang runterschalten können eigentlich. Ja, genau. Oder? Das hätten sie auch mal direkt vor unserer Nase machen können. Guck mal, selbst die Schlepper müssen ordentlich Gas geben. Ja, Schlepper sind ja auch gar nicht so wahnsinnig schnell, ne? Also man denkt das immer, aber so wahnsinnig flott sind die gar nicht. Also ich glaube irgendwie so 12, 13 Knoten, viel mehr schaffen die gar nicht. Ja, das wird sich leider nicht ausgehen. Das Schöne an dem Standort ist, wir können ein bisschen von oben runter gucken. Nachteil an dem Standort ist, wir haben nicht so viel Blick zu den Seiten. Also wir können halt nicht so schön jetzt Elbe rauf und runter gucken. Aber dafür ein bisschen wechseln wir immer mal. Ist doch auch gar nicht schlecht, oder? Also ja. Ich finde den Blick hier ja auch immer sehr schön. Ich finde den super, den Blick. Ja, weil du sehr viel so vom Hafen siehst, was so passiert, ne? Die Autos nerven so ein bisschen. Jetzt natürlich auch Berufsverkehr. Ich könnte unseren Bollerwagen auf die Straße stellen, müssen sie bremsen. Einfach mal die Straße sperren, ja. Das wäre doch was. Na, also ihr seht, wir können hier wunderbar runtergucken. Und ich glaube, für 18 Uhr ist auch noch geplant, dass die Ever Alot ausläuft. Die liegt nämlich hier hinten so ein bisschen versteckt. Man sieht sie kaum zwischen den Kränen. Aber da haben wir eigentlich ein schönes Programm. Aber dir ist schon klar, dass es jetzt erst 16 Uhr ist, ne? Hatten wir die überhaupt irgendwie geplant? Ja, also das erste Schiff, die CMA CGM Sorbonne, soll ja um 17 Uhr fest sein. Ja. So, die wird ja gleich irgendwann um die Ecke kommen, die braucht jetzt noch ein bisschen. Und dann kommt ja die Mari Maersk, die soll um 17.30 Uhr fest sein. Und dann könnte man die Ever Alot noch mitnehmen. Das stimmt. Aber du weißt ja, dass deine Rechnungen nie aufgehen, ne? Eigentlich. Ja, kann ja auch nichts dafür. Ist halt leider so. Ja, einen kleinen Moment haben wir noch. Können wir mal hier nochmal groß aufs iPad gucken. Ist jetzt mit 6 Knoten unterwegs. Wir stehen übrigens fast genau auf dem Elbtunnel. Also wirklich nur so ein paar Meter hier auf dem Tracker. Ein bisschen weiter links vom Elbtunnel. Also da seht ihr Elbstrand Övelgönne eingezeichnet. Ungefähr da stehen wir oben an der Straße. Du meinst, falls jetzt jemand noch spontan vorbeikommen möchte? Ja, guten Tag. Erwarten Sie etwas Besonderes? Naja, besonders ist relativ. Immer. Große Schiffe. Ordentlich. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, und Onascht ist auch da. Ja. Vielen Dank an Onascht. Der hat uns dann erstmal ein Paket Seife geschickt. Genau. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung sein soll. Das hat schon so lecker gerochen durch das Paket selber, durch, wenn man das in die Hand genommen hat. Ja, vielen Dank. Ja, ein Riesenpaket Seife. Wattseife oder so hieß die, ne? Ja, das ist ja von Ihnen selber. Genau, die stellt er selber her. Genau. Da hinten ist schon die Polizei. Die wartet da.
Aber wir blicken hier so ein bisschen durch die Bäume durch, wie ihr seht. Das heißt, da irgendwo wird dann das Schiff kommen. Ein Schiff wird kommen. Ja. So, jetzt können wir hier mal noch parallel auf den Chat gehen, dass wir das auch mal alles ordentlich mitlesen und mitbekommen heute. Genau, ich gucke hier immer schon so ein bisschen zur Seite. Ja. Ja, da schreibt jemand, Bild ist unscharf. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der Fokus irgendwo auf dem Vordergrund gelandet ist. Wir probieren mal daran zu arbeiten. Gucken mal, ob es jetzt schärfer ist. Der Fokus bleibt halt gerne hier an den Bäumen hängen. Und ja, dann passiert das natürlich ganz schnell mal, dass der Hintergrund, den wir eigentlich zeigen wollen, unscharf wird. Wir kriegen hier schon linke Hand Konkurrenz. Ja, noch ein Fotograf. So. Mal gerade gucken, ob ich hier die zweite Kamera noch ein bisschen. Ja. André, Mitglied seit 5 Monaten, Mensch. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und er fragt, ob es denn bald mal wieder einen Fotowalk mit Robert geben wird. Ja, das hoffe ich natürlich. Robert hat heute, ja, ich wiederhole mich leider, wieder keine Zeit. Ich hatte mit ihm vorhin gesprochen, aber vor 19 Uhr kommt er leider nicht weg. Von daher, ja, die Walks fehlen ein bisschen, die fehlen mir auch ein bisschen, aber wir machen da was. Da wird auch wieder was kommen. Keine Angst. Sonst gehe ich mit Tanja ein bisschen spazieren. Ja, okay, ich habe mich natürlich mal wieder so ein bisschen verschätzt, denn die Sorbonne braucht von Finkenwerder dann doch länger, als ich eben angenommen habe. Aber wie wäre es denn, wenn du mal so ein bisschen erzählst, was du so letzte Woche gemacht hast? Weil ich weiß ja auch noch gar nicht so wirklich, was geschehen ist. Weil wann warst du gestern zu Hause? Im Platzregen um 11 oder so, ne? Ja, es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern. Das wir haben uns irgendwie auch gar nicht heute so noch nicht wirklich gesehen und gesprochen, ne? Nee, war nur Action. Du warst ja in Holland, bist Fähre gefahren, hin und her, kreuz und quer. Ausgestiegen. Genau. Ich bin am Montag nach Emshaven gefahren in Holland und da habe ich dann übernachtet und bin am anderen Morgen auf die Münsterland gegangen. Das ist die Fähre, die von Emshaven nach Borkum fährt und habe für AGMs, AGMs ist die Reederei, die die Fähren betreibt, und den Verband Deutscher Reeder Fotos gemacht. Aber die sind sehr schnell unterwegs, ne? Die sind echt flott. Ich bin einmal mit der normalen Fähre gefahren, die braucht nur so circa eine Stunde bis nach Borkum. Und dann bin ich umgestiegen auf die Nordlicht 2. Die Nordlicht 2 ist ein Katamaran. Das Ding fährt mit 32 Knoten von Borkum nach Emden. Das macht ordentlich Schaum, ne? Das macht richtig Schaum. Und da, vor allem die Brücke, das musst du mal sehen, das ist eigentlich eher wie ein Flugzeugcockpit. Das ist rein, ja klar, ne? Das ist, normalerweise hast du ja auf der Brücke immer richtig viel Platz, ja. Ne, kannst da rumlaufen, überall stehen Stühle, aber das ist echt wie so ein Flugzeugcockpit, alles so total integriert. Wenn man auf dem Stuhlsitz vom Captain oder vom ersten Offizier, hat man alles so um sich herum, die ganzen Bedienknöpfe und so weiter. Er ist schon spacig. Schon sehr spacig. Ja. Aber da wirst du ja bestimmt auch noch mal ein bisschen was zeigen irgendwann vielleicht mal, ne? So ein bisschen was? So ja, oder? Also der Hintergrund war ja, dass wir oder dass der Verband Deutscher Reeder Bildmaterial aufbauen möchte, um das Thema Ausbildung zu bewerben. Und deshalb haben die Reedereien angeschrieben, die dem Verband angeschlossen sind. Also natürlich alles welche unter deutscher Flagge. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Ich war ja bei Fairplay auf der Nordic, dann war ich ja bei den Lotsen. Und in erster Linie habe ich da halt immer fotografiert und so ein bisschen ja, so hinter die Kulissen, ne? Was halt so die Menschen an Bord machen, damit es dann einfach Bildmaterial gibt. Damit die halt, sag ich mal, so ein bisschen
ja, Werbung machen können. Ne? Aber eigentlich könntest du doch auch Influencer Seefahrt werden, oder? Ausbildungsinfluencer Seefahrt. Als Seefluencer? Ja. Ja, das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Das könnte man machen, sowas. Ja, aber es ist natürlich ganz cool, einfach mal so in die unterschiedlichsten Betriebe reinzugucken, beziehungsweise Reedereien. Weil, also der Job ist so vielfältig, dass es gibt da so viel, was man machen kann. Du kannst halt von einer großen Fahrt, wo du wirklich 3 Monate auf See bist, bis hin zu Jobs, wo du fast zu Hause schlafen kannst, wo du, sag ich mal, dann nur 1 oder 2 Wochen an Bord bist. Und du kannst halt als Schiffsmechaniker auch im Anschluss dann noch Nautik studieren und zum Beispiel auch die Offizierslaufbahn einschlagen. Ja, und du kannst ja auch alle anderen Möglichkeiten irgendwie nochmal in Betracht ziehen. Ne? Also ich sag mal, da gibt es ja genug Sachen, was du sonst auch noch machen kannst, vom Kaufmännischen bis... Ja, ja, also es gibt da, also es gibt wahnsinnig viel. Also man kann auch, wenn man eine gewisse Zeit zur See gefahren hat, irgendwelche Jobs an Land machen. Ja, klar. Ich meine, ist ja eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Bist du jung, kannst du reisen, kannst du alles sehen. Weil ich sag mal, alleine nur, wenn du dann irgendwo im Hafen Lotse bist. Ne? Ich meine, dann bist du ja wenigstens irgendwie nicht 3 Monate am Stück weg. Ja, Lotse sind natürlich beliebte Jobs dann später. Aber man kann halt zum Beispiel auch zum LBV gehen. Und lustigerweise, schöner Zufall, ich bin ja 2016 auf der Callao Express gefahren, hier aus Hamburg bis nach Frankreich. Und da habe ich einen Schiffsmechaniker kennengelernt. Und der ist jetzt auf Borkum stationiert beim LBV, fährt also da mit dem Lotsentender als Schiffsmechaniker. Und der hatte sogar Dienst. Und als ich gestern zurück bin, hatte ich zwischen den beiden Fähren noch 1,5 Stunden Wartezeit. Dann bin ich nochmal darüber. Und wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Aber es ist halt total cool, irgendwie so Leute wiederzutreffen. Ne? Aber der musste arbeiten, oder habt ihr eine Runde Küste? Nee, der hatte Nachtschicht. Ah. Und deshalb hatte er quasi, also es war irgendwie so 16:30, 17 Uhr, da hatte er... Hatte er noch ein bisschen Zeit. Genau. Und was machen die da als Lotse oder welche Lotsen brauchen die da? Oder ist ja, das ist ja die Lotsenbrüderschaft Ems. Ja. Und zum Beispiel von Emden. Von Emden kommen ja unheimlich viele Autofrachter. Okay. Ja, und da, also da in dem Revier irgendwo, so in der Gegend, da ist ja auch hier die Fremantle Highway havariert, diese Autofrachter, der ja gebrannt hat. Den haben sie ja auch dann hinterher nach Emshaven gezogen. Das ist ja der Hafen, wo ich eingestiegen bin. Okay. Ja, ja, das habe ich so getrieben. Ne? Ja, das wusste ich jetzt auch alles noch nicht. Ne? Also ich kriege ja auch nie was mit. Ne? Ich dachte mir, ich erzähle dir das lieber im Stream, dann muss ich nicht alles doppelt erzählen. Ja, wir haben uns ja noch gar nicht so viel gesehen heute. Aber das ist doch interessant. Ja, gib doch mal bitte Feedback, wie das eigentlich mit den Autos im Hintergrund ist. Also ich habe die hier die ganze Zeit im Ohr. Hier, Sven sagt, Patti macht Berufsberater Seefahrt. Das finde ich genau eine gute Berufsbezeichnung. Berufsberater Seefahrt. Sehr gut. Ja, das stimmt. Das könnte man machen. Das könnte man tatsächlich machen. Also ich meine, ich finde, da könnte der Verband der Deutschen Reeder doch mal so einen Job für dich neu erfinden, oder? Ja, finde auch. Gehst du immer schön in die Berufsschulen? Ja, ja. Zu den unmotivierten Azubis, dann machst du denen das richtig schmackhaft, wie schön es ist, zur See zu fahren, oder? Also da muss ich aber auch mal sagen, alle Azubis, die ich auf den Schiffen kennengelernt habe, die waren richtig gut drauf. Also bei Fairplay war ja eine ganze Gruppe, das waren ja 7 oder 8 Azubis. Die waren richtig cool drauf, die hatten auch richtig Bock. Also es war jetzt nicht irgendwie so Null-Bock-Generation oder so. Die hatten richtig Spaß an dem Job und haben richtig Gas gegeben. Ja, und hier unten vor uns, ich ziehe mal das Bild auf, kommt auch schon ein Schlepper angefahren. Und das kann natürlich sein, dass der für die Sorbonne ist. Hier Arschkrampe 97, Autos hört man, aber wir sind gut zu verstehen. Ja, das ist klasse, das freut mich. Das ist übrigens ein sehr schöner Name, der gefällt mir. Arschkrampe? Genau, finde ich gut. Trifft wieder meinen Humor. Ja. Ja, und der Kai schreibt, die Sorbonne hat schon 3 Schlepper. Ja, dann kann das natürlich sein, dass das der erste Schlepper ist, der sich zu der Marie Maersk aufmacht. Die müsste so circa eine halbe, dreiviertel Stunde dahinter sein. Oh, deswegen fährt er hier auch so gemütlich vorbei. Ja, der lässt sich Zeit.
Ist das Fairplay? Oder wer ist das? Das ist Fairplay, ja. Ne? Du kannst sie alle super auseinanderhalten. Für mich sind immer alle nur blau. Ja, aber die Fairplay haben mehr blau. Die anderen, das ist ja Boluda Towage, die sind, haben, glaube ich, mehr rot. Aber ist hier auch heute nicht ganz so viel los, ne? So an Schiffchen? Also nee, es ist nicht viel los. Aber Willi ist schon vorbeigefahren. Von dem waren wir aber noch nicht live. Den haben wir leider verpasst. Ich war ja gestern auch ein bisschen im Hafen unterwegs mit unserem Besuch. Paddys Eltern waren gestern da. Er hat sich natürlich aus der Affäre gezogen und war gar nicht anwesend. Deswegen durfte ich die bespaßen. Nein, kleiner Scherz. Aber das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mal ein Stream oder ob wir das vielleicht auch mal im Stream machen können, ob man sowas mal rausfindet. Wie nennt man diese Rettungsboote, die da unten liegen? Freifallboote. Genau. Diese, die halt hinten immer am Heck sind, Achtern. Genau. Und wo sich dann alle reinsetzen und die dann quasi einfach per Schwerkraft zu Wasser gelassen werden. Und die haben gestern da so richtige Übungen gemacht. Also die haben erst die Boote runtergelassen und dann haben die noch so ein kleineres Boot gehabt. Also war auch richtig schön bei Flut. Da haben sie immer alle möglichen Bergungssachen gemacht. Also das fand ich schon ganz interessant. Ja, das ist, glaube ich, da halt so ein Trainings. Genau, das ist dieses Platz, Trainingscenter. Ne? Aber man weiß ja halt nicht, zu welchen Zeiten die da trainieren. Aber es muss ja im Hellen sein. Ne? Also da gehe ich mal von aus, ja. Da gehe ich mal von aus. Obwohl, das Schiff fragt dich auch nicht, wenn es irgendwie nicht mehr fährt, ob es hell oder dunkel ist. Nee, aber das ist ja auch das, was ich auf der Nordic hatte. Ich bin ja auf der Nordic auch ins Wasser gesprungen. Mhm. Kommt übrigens bald der Film. Der ist eigentlich fertig. Ist in den letzten Zügen. Sehr lustig. Und übrigens, die Azubis haben mich ins Wasser geschmissen. Und ich fand das ja super lustig. Also mit so einem Überlebensanzug, Rettungsweste. Also Nordsee hatte ja auch noch 16 Grad oder 17 Grad. Also alles nicht weiter schlimm. Aber was man immer nicht vergessen darf, irgendwelche Notfälle sind ja immer bei schlechtem Wetter, ja, und auch immer bei Dunkelheit. Und dann kommt natürlich der Kopf dazu, Psyche, Panik. Das ist natürlich dann gleich ein ganz anderer Schnack, ne? Haben diese Überlebensanzüge eigentlich auch irgendwie wie so einen Sender oder so, dass die irgendwas funken? Die sind an den Westen dran. Okay. Da ist der Peter. Reinhard, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ein neues Fischmarktmitglied. Ja, herzlich willkommen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Wie hieß der noch? Ich glaube, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, Mr. Oshoa. Aber ich will es noch mal nachschauen. So, ich sehe was. Auf jeden Fall sehen wir einen Schlepper. Was ihr nicht seht, und das ist ein Schlepper. Und der zieht einen Draht hinter sich her. Und hin an diesem Draht hängt was Großes. Ja, das sind immer beeindruckende Bilder, wenn dann, du siehst erst so einen Schlepper und denkst, na, was kommt da noch, was kommt da noch? Und dann kommt da plötzlich so ein riesen Moped um die Ecke. Sensationell. Ist ein bisschen so, als wenn so ein kleines Kind mit einer Dogge spazieren geht, ne? Ja. Das Containerschiff führt den Schlepper Gassi. Ist baugleich zu dem CMA-CGM-Schiff, was wir letzte Woche war es, oder schon vorletzte Woche, hatten. Das war ja die Jack Sade. Und das ist ein Schwesterschiff da vorne. Wird auch durch LNG angetrieben. Hat, glaube ich, knapp 23.000 Teu. 400 Meter Länge, 61 Meter Breite und ist gar nicht so alt. Ich muss mal auf meinen Spickzettel gucken.
Ich meine 2021 in Dienst gestellt. Hast du eigentlich irgendwie so Gruppenahnung, wie lange so Schiffe fahren? Also klar, das kommt natürlich höchstwahrscheinlich immer aus Schiffen. Du meinst die Lebenszeit, oder? Ja, so wann werden die abgefragt? Oder ist da. Also. Ich sag mal so Hapag-Leute, denke ich mal. Die werden ja vielleicht so einen Tonus drin haben, wie die Schiffe ausmustern, weil du musst ja irgendwann auf der neue bestellen und so. Also man rechnet schon damit, dass so ein Containerschiff circa 25 Jahre fährt. Okay, ja, das ist ja schon was, ne? Es kann natürlich sein, dass durch Neubestellung, Neubauten, dass die Flotte irgendwie umgebaut wird. Aber oftmals ist es dann ja auch so, dass die Schiffe noch verkauft werden, ne? Dass vielleicht in einer anderen Reederei, die noch mal weiterfahren. So, und jetzt kommt sie gleich hier richtig schön in Position. Und das Gute an diesem Standort ist, wir können so ein bisschen von oben drauf schauen. Licht ist eigentlich auch ganz schön, bisschen Gegenlicht, deshalb ist hier auch etwas dunkel, die riesige Bordwand. Aber ich glaube, das passt schon. Ganz charakteristisch bei diesen Schiffen ist vorne der ganz senkrechte Bug. Und Dr. O haut noch mal ein paar Infos raus. Dr. O ist auch schon seit 5 Monaten Mitglied. Und er hat nochmal die Infos zur Sorbonne, 399,9 Meter, 61 Meter breit, 2021 gebaut und 22.448 Toy. Man findet im Internet so ein bisschen unterschiedliche Angaben zu der Kapazität dieser Schiffe. Ich habe irgendwo gelesen, dass die noch mal teilweise so ein bisschen modifiziert wurden. Dadurch, dass die mit LNG fahren, konnten die wohl, glaube ich, irgendwelche Tanks noch mal optimieren, so dass die jetzt so um die 23.000 Toy haben. Ich weiß aber nicht, ob das bei allen Schiffen aus der Baureihe gemacht wurde. Aber ich denke, wenn wir sagen, knapp 23.000 Toy, da liegen wir schon ganz richtig. Auf 1.000 kommt das ja auch nicht mehr drauf an. Also wenn man nur so den Anfang vom Schiff sieht, erinnert es sich ja doch ein bisschen so an ein Kreuzfahrtschiff, ne? So ein kleines bisschen, so die neuen, oder findest du nicht? Nö. Nee, finde ich also die einzige Gemeinsamkeit ist ja, dass die AIDA, die neueren, auch diesen geraden Bug vorne haben, diesen Bugstiefen. Und David möchte wissen, ob ich schon mal die Maersk Alabama live gesehen habe. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Gudrun möchte noch mal wissen, was eigentlich TOI heißt. Also TOI schreibt man nicht T-O-I, sondern T-E-U. Und T-E-U ist die Abkürzung für 20 Foot Equivalent Unit. Und eine 20 Foot Equivalent Unit, die seht ihr hier vorne. Das sind die kleineren Container, die 20 Fuß Container. Da stehen immer 2 nebeneinander. Die größeren, die also quasi doppelt so groß sind, sind halt 40 Fuß Container. Und das ist die Maßeinheit für Schiffe. Also TOI, 20 Foot Equivalent Unit, oder auf Deutsch einfach ein 20 Fuß Standardcontainer. Manche sagen TOI, manche sagen TEU, manche auf Englisch TEU. Ich sage eigentlich immer TOI. Ich finde TOI klingt super. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen in die Richtung habt, immer gerne raus damit. Vieles haben wir natürlich schon erzählt, aber es kommen ja auch immer wieder neue Zuschauer dazu. Und deshalb wiederholen wir das auch gerne. Also immer guck gerne mal, der Ernst fragt, was ist der Vorteil vom senkrechten Bug? Ja, den Vorteil, den kann ich dir nicht sagen. Es gibt ja dann noch diese Bauweise mit dem vorne, dem Wulstbug. Der Hintergrund ist natürlich, dass die alle
stromlinienförmiger bauen möchten, damit sie weniger Wasserwiderstand haben. Ich glaube, das Ganze nennt man als Gegenteil, also nicht Aerodynamik, sondern Hydrodynamik. Und die möchten ganz einfach weniger Sprit verbrauchen. Und da gibt es halt unterschiedliche Fraktionen. Also die einen bauen mittlerweile halt diesen geraden Bugstäben vorne. Und zum Beispiel die Berlin Express, die hat ja noch diesen klassischen Bug vorne mit dieser großen Knollennase, auch genannt Wulstbug. Guck mal, und Hamburg ist jetzt auch bei uns Mitglied. Herzlich willkommen, Hamburg. Ja, herzlich willkommen bei Fischmarkt. Ja, wenn ihr mal nach Hamburg kommt, also dieser Standort ist wirklich ganz schön zum Gucken. Wie gesagt, ihr habt es eben gemerkt, wir können nicht ganz so weit die Elbe runter gucken. Aber die Schiffe werden halt hier jetzt wirklich genau vor unserer Nase gedreht. Na, doch die Jacke überziehen, ne? Ja, bebe, bebe. Wenn ihr mal genau guckt, seht ihr natürlich, dass zum Großteil 40-Fuß-Container geladen werden. Da müsst ihr dann natürlich die Kapazität halbieren. Die Barkassenfahrt hat dann auch wirklich hat schon wieder 1A-Lage. Ja. Hat er richtig Glück gehabt, ne? Thomas möchte wissen, wie tief ist der Hafen ausgelagert zurzeit? Er meint bestimmt ausgebaggert. Die genaue Tiefe weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich meine, tidenunabhängig liegen wir bei irgendwas um 12 Meter. Ja, die Schiffe werden jetzt, oder das Schiff wird jetzt in Position gebracht. Und sobald das an der richtigen Stelle steht, geht das los. Und Achtern, der Schlepper zieht schon. Vielleicht mal schnell darüber, sonst ist der gleich weg. Seht ihr, der. Ist ja auch ein bisschen wie Schlepperballett, ne? Ja, ja, das also sieht schon cool aus, ne? Wenn die richtig Gas geben und da um die Ecke ziehen. Und ich bin ja immer wieder fasziniert, wie schnell es dann am Ende auch geht. Also vielleicht kann das mal jemand nachgucken mit dem genauen tidenunabhängigen Tiefgang, den wir aktuell haben. Ich meine, es wäre irgendwas 12,80 Meter oder keine Ahnung. Ja, vorne der Schlepper wartet noch. Aber ich finde, der Standort hier ist ganz schön, also wenn wirklich große Schiffe kommen, aber wenn hier so nichts passiert, finde ich, ist das hier zum Gucken. Ja, du kannst halt nicht sehen, was sonst so passiert. Ja. Man kann halt nicht die Elbe runter gucken, also ich finde es ja auch mal ganz schön, wenn man so ein bisschen Richtung Elbphilharmonie schauen kann. Aber ich meine, so ist das vom Bild hier schon ganz cool. Ach, hier, wir können ja mal ins Detail gehen. Gucken, was vorne auf der Back los ist. Das ist die sogenannte Manöverstation da vorne. Also da, wo dann die Winden sind und dieser ganze Bereich vorne, also dieses ganze Plateau, wo auch die Winden befestigt sind, das nennt sich übrigens Back. Viktor bedankt sich nochmal für den Objektivdeckel, den wir ihm geschickt haben. Ja, Viktor, vielen, vielen Dank auch für deine kleine Spende. Absolut, vielen Dank. Ja, dann habe ich echt noch aus meiner Überlebenskiste rausgekramt. Ich wusste doch, dass ich noch irgendwo einen habe.
freuen uns ja auch, dass er jetzt einen guten Besitzer gefunden hat. Ne? Guck mal, das sind die Boluda-Towage-Schlepper. Die haben immer diese, das rote Logo an ihrem Schornstein. Ah ja, gut, okay. Man muss sich einfach nur so merken, was sie für so unterschiedliche Bemalungen haben. Ne? Ja, ja. Ah, guck mal, Andreas hat es nochmal rausgesucht. Info beim Hamburger Hafen. Tidenunabhängig 13,10 Meter. Vielen, vielen Dank, Andreas. Ich darf gleich nicht vergessen, hier ein Foto zu machen. Solltest du dir schon mal deine Kamera zurechtlegen? Die liegt zurecht. Aber es muss der richtige Winkel sein. Der Christian 08 fragt, welche Flagge der Schlepper hat. Da weißt du doch bestimmt auch Bescheid. Nee, das weiß ich nicht, unter welcher Flagge. Also Fairplay fährt unter deutscher Flagge. Und Boluda weiß ich gar nicht. Können wir mal gucken, ob wir die Flagge entdecken können. Man kann die Flaggen nicht richtig erkennen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ist Boluda ein spanisches Unternehmen? Bin mir da nicht ganz sicher. Magst du mal die Kamera nehmen? Dann kann ich, mal kurz ein Foto machen. Dreht sich jetzt echt richtig schnell, ne? Ja, wenn das einmal losgeht, dann sind die sehr flott. Ah, guck mal, da kommt auch wieder der andere Schlepper. So, Foto gemacht. Thomas, vielen Dank, dass du uns rätst, eine Kiezmische zu trinken. Aber das machen wir lieber hinterher. Denn das geht so schnell, wir wollen euch ja auch ein paar schöne Bilder liefern. Also ich lese jetzt mal gerade wieder so ein bisschen Chat wegen den Flaggen. Also jemand schreibt, Boluda fährt unter spanischer Flagge. Genau. Ich meine auch, die sind spanische. Aber Dr. Ohm meint, die fahren alle drei unter deutscher Flagge. Also unter welcher Flagge die fahren, kann man ja mal auf Marine Traffic sehen.
Columbus schreibt nochmal, ZP Bär hat Malta-Flagge. Die anderen beiden deutsche Flagge. Kannst du dich noch erinnern, bei dieser einen Reportage, wo es um die Flaggen ging, war doch ein so Land, wo wir immer so gelacht haben, wie das hieß, unter welchen, ne? Die auch diese Flaggen... Toluda oder... Also ganz, also du hast echt gedacht, nee, das ist einfach so ein Fantasiename, ja, weißt ja, du noch? Ja, ja, ja. Und Dr. O hat nochmal die Info, dass Kees Junior, der kleine Schlickbagger, noch am Liegeplatz ist. Ja, der muss da noch ein bisschen schön machen, bevor dann die Sabon dorthin gelegt werden kann. Meinst du, der wischt noch mal feucht durch? Der wischt noch mal feucht durch, genau. Aber ganz schönes Bild jetzt mit der Sonne von der Seite. Ja, noch mal bestes Wetter hier. Extra für die Zuschauer gemacht, ja, oder? Guck dir das mal an hier, so ein schönes Streiflicht von der Seite. Ich habe noch einen Schirm eingepackt. Das Steuerbordstreiflicht. Sensationell, könnte man sagen. Stehen da welche auf der Nock oben? Oder sieht das nur so aus von hier? Oh, mit Sicherheit stehen da welche auf der Nock. Kommst du da ran? Jetzt beim Anlegemanöver müssen die ja so ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Ja, Moment, ich komm mal. Da. Ich habe so Adleraugen. Stimmt. Das ist ja die Backbord-Nock. Und mal gucken, ob auf der anderen Seite Steuerbord auch jemand steht. Ja, da sind doch auch welche Zugange, oder? Ja. Und meistens legen sie ja die CMA-CGM-Schiffe hier vorne an den ersten Liegeplatz. Also der quasi, wo wir jetzt auch drauf gucken, wo wir im Hintergrund die 5 Kräne sehen. Ist der Hafenkapitän? Der hat sich immer noch nicht gemeldet, ne? Ja, die Fahrrinne ist auch schon wieder freigegeben, also auf jeden Fall sind hier schon wieder Fähren, Barkassen, und im Vordergrund auch so ein Fahrgastschiff. Naja, aber ein bisschen was los sein muss ja auch, ne? Ja, ohne ist langweilig. Müssen wir schließlich auch was bieten.
Ja, sorry, ich hatte mein Mikro kurz aus. Das ist auch ein schönes Bild, ne? Mit den beiden Schleppern, ja. Das könnte ich auch noch mal fotografieren. Hast du eigentlich irgendwie eine ungefähre Ahnung, wie viele Schussfotos du schon hast? Nee, ne? Also ich glaube, auf Marine Traffic sind es jetzt so 120. Nein, ich meine so generell, so von deinen ganzen... Ach, keine Ahnung. Tausende. Dr. O, haut noch mal 5 Euro raus für die Info, dass die Mari Maersk 399 Meter lang ist, 60 Meter breit, hat 18.270 Toy und auch zum Eurogate. Und kurz vor Airbus. Kurz vor Airbus. Wissen. Dauert nicht mehr lange. Also es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Und wenn die drin ist, dann kann es sein, dass die Ever Alot direkt danach ausläuft. Dann wäre das ja ein perfektes Timing. Das wäre super. Aber ich glaube ja noch nicht dran. Erst wenn ich sehe. Meinst du, irgendeinen Grund für Überstunden gibt es? Natürlich, ich bin doch dabei. Ja, das kann sein. Columbus fragt gerade, ob die MSC mit Maschinenschaden noch bei Airbus steht. Nee, die steht hier direkt links. Also du hast ein bisschen später eingeschaltet. Am Anfang des Streams habe ich sie einmal gezeigt. Und zwar steht die, ich kann da einmal rüberschwenken, hier auf der linken Seite, wenn ich da mal drauf gehe, da siehst du noch das Heck. Das ist die MSC, die gestern mit Maschinenschaden in Glücksburg havariert ist. Glücklicherweise nicht auf Grund gelaufen und die haben sie dann mit 4 oder 5 Schleppern zurück nach Hamburg gebracht. Hier kann die jetzt erstmal in Ruhe repariert werden. Also ist nichts weiter passiert, ist nicht auf Grund gelaufen, aber es ging erstmal ein paar Stunden gar nichts. Hast du so eine Idee, wie breit die Elbe da ist? Also in Glückstadt? Ja, du bist da ja schon öfter mal lang gefahren. Nee, weiß ich nicht. Aber das ist doch eigentlich auch die Stelle, wo die Fähre fährt, ne? Also Glückstadt ist eine Fähre, ja. Ne, das genau. Ist ja die... Aber ich glaube, da ist die schon relativ breit, ne? Aber die Frage ist ja immer, also nicht die reine Breite der Elbe, sondern wie breit die Fahrrinne ist, ja, an der klar, Stelle, ne? Klar. Es kann ja durchaus sein, dass die dir super breit vorkommt, aber die eigentliche Fahrrinne vielleicht nur einen Spielraum von ein paar Metern hat. Aber wo ist denn auch mal so ein großer Pott hier irgendwo an so einem Anleger doch? Der ist doch auch so abgedriftet, ne? War das nicht Teufelsbrück irgendwo? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir dann die Mari Maersk hier sehen. Und ich glaube, die Mari Maersk, die hat auch einen klassischen Bug. Gehört zur Triple-E-Klasse. Hört sich ja spacig an. Die Triple-E-Klasse, das ist so wie die 777 der Flugzeugfreunde. Die hat die Besonderheit, dass sie 2 Maschinen hat und 2 Propeller. Das heißt, die hat auch 2 Schornsteine. Die jetzt kommt? Ja. Ja, das werden wir uns ja gleich schön in live mal angucken, würde ich sagen. Ja, und ACDC fragt, warum die Mari Maersk eigentlich 4.000 Toy weniger hat, obwohl sie ja im Grunde genommen ähnliche Ausmaße hat. Also wenn du genau hinschaust, ist die tatsächlich 2 Meter schmaler. Also die Sorbonne hat 61 Meter und die Mari Maersk hat, glaube ich, 58 oder 59 Meter. Ja, und das reicht natürlich schon, dass man da ein bisschen mehr hinbekommt. Außerdem ist die Mari Maersk auch deutlich älter. Die ist von, lass mich mal auf meinen Spickzettel schauen, die ist 2013 in Dienst gestellt worden. Und zu der Zeit waren das die größten Containerschiffe der Welt. Und dann hat man natürlich angefangen zu optimieren. Das heißt, man hat teilweise die Rümpfe optimiert, man hat die Schiffe so gebaut, dass sie vielleicht noch mal eine Lage obendrauf stauen konnten, ohne dass sie die Schiffe vergrößern mussten. Also das ist wirklich
Tetris für Erwachsene. Da wird halt geguckt, überall noch einen Meter rausgequetscht, damit man dann noch mal irgendwo eine Lagecontainer mehr stauen kann. Und Dr. O. hat es rausgesucht, die Elbbreite Wischhafen zwischen, also Wischhafen-Glückstadt, sind 2,45 Kilometer. Ja, das ist ganz schön breit. Interessant wäre jetzt mal, was die Fahrrinne da hergibt. Ja, aber ich glaube, da, genauso bei Glückstadt, ist die Elbe unglaublich verschlickt auch. Ja, da, ja. Wo die Fähre fährt. Also, ja. Ich weiß halt nicht, wo die Containerschiffe da langfahren, ne? Kai Eickermann hat noch ein bisschen Beifang entdeckt. Die Mississippi Borg. Ich habe Bong gelesen. Von wo kommt die denn? Kommt die aus dem Kölbrand, vom CTA? Ja, da sehe ich auch schon. Irgendwas kommt da. Kommt da was? Ich glaube, ja. Wir werden es gleich sehen. Das ist bekanntlich jetzt immer der unspannende Teil, wenn sie dann schon fast am Terminal liegen und jetzt das Schiff ganz langsam randrücken. Das dauert dann halt ein bisschen, aber da sollte man sich auch gerne etwas Zeit beilassen. Meint er die vielleicht, die jetzt kommt? Ist das die Mississippi Borg? Ja. Ja, genau. Die fährt jetzt einmal hier vor unserer Nase und von Steuerbord kommt auch noch irgendwas. Oh ja. Aber die Sonne blendet da so, dass ich da überhaupt nichts lesen kann. Das scheint ein Fieder zu sein. Die könnten sich jetzt hier direkt vor unserer Nase gleich treffen. Weißt du, was ich auch noch aufgeschnappt habe? Ganz interessante Geschichte jetzt auf den Fähren. Als die Fremantle Highway gebrannt hat, ist ja diese schwimmende Garage gewesen. VW ist wohl auch sehr stark am Standort Emden. Und VW hat wohl auch Autotransporter, ich weiß nicht, geschartert oder eigene, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und einer davon ist noch relativ neu, ein zweiter ist im Bau. Und das Erste, was VW wohl gemacht hat, als die Fremantle Highway gebrannt hat, die haben ganz schnell auf dem einen Schiff das VW-Logo übergepinselt. Und auf dem neuen Dampfer haben sie es gar nicht erst draufgepackt, weil sie natürlich Schiss haben, dass so etwas in den Medien ist. Okay. Und dann groß das VW-Logo drauf ist. Ne? Auch alle so verlogen, wirklich unglaublich. Gibt es denn eigentlich, wenn man so auf Fähren oder so, da gibt es ja auch immer so richtig Gossip, ne? Ist da denn auch immer so richtig schön hängig, so Klatsch und Seemannsgarn, was ist da der so erzählen wollen? Ja. Svenny hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen Dank, Svenny. Und wer hat es bekommen? Das müsstest du da lesen. Columbus. Ach, ich glaube, Columbus hat auch schon mehrere verschenkte Mitgliedschaften abgestaubt. Die Neuenfelde ist auch mal nicht so ein abgeranzter Dampfer, ne? Die sieht noch ganz ordentlich aus, sieht oder? Sieht ganz anständig aus. Das stimmt. Columbus hat noch nie dafür bezahlt. Ja, da sagen wir mal herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich würde mal sagen, dass Columbus mal dringend Lotto spielen sollte, wenn der mal so ein Glück hat, bei oder? Bei dem Glück sollte er Lotto spielen, da hast du recht. Unsere Infozentrale, Dr. O, haut es auch noch mal raus. Hapag-Lloyd, Charterfeeder, Neuenfelde, 868 Toy. Ist ganz süß. Mag die Feeder ja ganz gerne.
mal, der Pascal sagt, er hat sonst immer Videos gesehen. Heute schafft es mal, live dabei zu sein. Ja, ja, sehr cool. Wir sagen herzlich willkommen mal live. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Pascal. Ja, und eigentlich können Sie uns dann gleich die Marie Merz präsentieren. Denn da ist gleich so langsam Platz. Denn die Marie Merz geht ja auch zum Eurogate und die muss an der CMA CGM Sorbonne dran vorbei. Kommt dann hinten rein wahrscheinlich. Nick Wustrak ist auch wieder da und schreibt, und dann kommt unsere Handtaschengröße von Schiff. Die Ever Arlott, die um 18 Uhr auslaufen soll, hat auch 400 Meter. Also heute ist wirklich... Heute ist 400 Meter Tag. 400 Meter. Gibt es eigentlich so ein Schiffsquartett? Containerschiffsquartett? Bestimmt. Es gibt doch von allen möglichen Quartetts, oder? Ja, das wäre mal interessant. Aber die Dispo ist heute nicht am Start, ne? Ist wahrscheinlich, sind die immer noch dabei, alles umzuorganisieren von gestern, oder? Ja, das kann sein. Die hatten gestern ordentlich zu tun, ja, mit den ganzen Schleppern. Wobei, ich weiß es nicht ganz genau, von wem sowas dann geleitet wird, aber es gibt ja auch extra ein Havariekommando. Und wenn ein Schiff havariert, dann übernehmen die ja quasi dafür die ganze Federführung. Also das Havariekommando organisiert das dann alles. Ich weiß aber nicht, ob das Havariekommando auch für die Elbe zuständig ist oder ob die hauptsächlich Deutsche Bucht sind. Aber die Elbe muss doch sowas auch haben. Aber wenn nicht, ich meine, das wäre doch ein Job für dich. Ich meine, bist du immer live dabei, wenn irgendwas passiert. Ich meine. Nein, ich möchte nicht das Havariekommando sein. Das ist kein Job für mich. Passiert ja meistens nichts Schlimmes. Oder hast du irgendwie mal gehört, dass hier, also Elbe, Nordseehafen, irgendwo was Schlimmes passiert ist? Aber ja, ich meine, vorne brennender Frachter, hallo? Ja, aber das ist ja jetzt auch mehr oder weniger glimpflich ausgegangen. Ne? Also es ist naja, aber das ist schon eine heikle Situation. Vor allem, ich meine, da ist auch, ist da nicht einer von den Seeleuten gestorben? Ich habe das gar nicht so mit... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war das auch ein anderes Schiff. Aber ich meine, da ist sogar einer, als die evakuiert haben. Ich meine, da wäre einer. Aber Halbwissen. Also verbessert mich da gerne im Chat nochmal, ob ich das eventuell durcheinander bringe. Gibt schon wieder ein Fischeis für dich. Ein Fischeis von Mike. Vielen, vielen Dank. Dafür gibt es natürlich den Mann mit der Hupe. Ich finde, wir brauchen mehr von denen. Ja. Ich muss mal bei Niklas mitfahren und wenn Niklas hupt, dann filme ich ihn dabei. Das musst du machen. Das muss ich machen. Das kannst du ja auch live machen. Dann bleibe ich mit der Ausrüstung am Bubendei-Ufer stehen und du fährst einmal rüber. Ja. Ja, aber am besten fährst du nur bis Finkenwerder, sonst dauert mir das zu lange. Ja. Guck mal, der Dirk, der hat es noch mal rausgesucht. Auf dem Autofrachter ist einer gestorben. Echt? Ja, ich meine, naja, meine sowas gelesen zu haben. Aber ich finde ja zum Beispiel, dass auf der Elbe, wo ja so wirklich viele Schiffe fahren, da ist ja echt ein Wahnsinnsverkehr, eigentlich relativ wenig passiert, oder? Also wirklich so von Schiffen. Ja, weil die Lotsen einen guten Job machen. Ja, aber selbst die können ja manchmal nichts machen, ne? Wenn wirklich mal ja, so ein Schiff... Man muss halt früh genug erkennen, wenn es ein Problem gibt und dann entsprechend reagieren, ne? Also die MSC, die hat halt auch den Notanker geworfen, ne? Also Maschinenschaden und dann schmeißen die den Haken weg. Dann wird geankert, Kette raus und irgendwie Notbremse. Aber hat ja alles scheinbar gut funktioniert, ne? Ja, also gestern ist nichts weiter passiert. Das ist wohl alles gut ausgegangen.
Wieso haben wir jetzt kein Bild mehr? Ups. Ah, Moment. I see the problem. Ich habe nicht den Robert-Knopf gedrückt. Nein. Nicht deine Schuld. I see the problem. Müssen wir mal kurz mit einer Kamera auskommen. Ich habe eine zu kleine Powerbank an der zweiten Kamera. Hartmut ist auch da. Moin Hartmut. Moin Hartmut. Wieder die zweite Kamera gleich haben. Guck mal, der Pascal hat rausgesucht, es gibt tatsächlich ein Quartett, ein Schiffsquartett. Es bietet sich doch aber auch förmlich an, oder? Schiffsquartett ist cool. 24.000 Toy sticht. Unascht schickt noch mal 2 Kiezmischen zum Nachspülen von dem Fischeis. Ja. Unascht, auch noch mal vielen, vielen Dank für deine Seife. Hatten wir vorhin schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob du schon dabei warst. Die Kiezmische kann man auch zum Nachspülen nehmen, falls man versehentlich in die Seife gebissen hat. Dann schäumt das schön. Ja. Guck mal, der Nick schreibt, dass er das elektrische Typhon von Zöllner, was Niklas hat, ja. Das hat er noch in der Garage stehen. Können wir das hier aufstellen? Bring mich nicht auf solche Gedanken. Du weißt doch, die spontanen Einfälle sind immer die besten. Guck mal, da kommt noch ein Plattbodenschiff. Ein bitte was? Ein Plattbodenschiff. Das, denke ich mal, wird Chipgut sein. Da ist alles weitestgehend unter der Wasseroberfläche. Ja, Thomas, das war auch so meine Idee, ne? Was denn? Lass mich teilhaben. Zwei doofe, ein Gedanke. Nee, das musst du gar nicht wissen. Ich guck gerade nicht auf den Chat. Musst du auch nicht. Muss mal kurz hier ein bisschen Stromversorgung organisieren. Ja, Onasch, das ist auch angekommen. Das haben wir schon gleich beiseite gepackt. Das überreichen wir auf jeden Fall. So. Ja, jeden Moment müsste eigentlich die Marie Maersk ums Eck kommen. Das, was mir gerade einfällt, wenn du Plattbodenschiff sagst, irgendwie habe ich das so in meinem Kopf, ne? Fällt mir gerade so Glasbodenschiff ein, immer in diesen schlimmen Touri-Orten. Und eigentlich könntest du doch mal sind so wir Glas... Nicht mal, sind wir nicht mal in Ägypten mit so einem Glasbodenschiff gefahren? Ja, und weißt gefahren? Du was? Danach hatte ich richtig schlimmste Nackenschmerzen, weil ich die ganze Zeit noch ungeguckt habe. Ja, das war richtig schlimm. Ja. Da musste ich mir dann noch Tabletten holen. Ja. Ah, guck mal, Thomas ist da. Mensch, der haut auch noch einen raus. 20 Euro Superchat. Mensch, vielen, vielen Dank, vielen, Thomas. Vielen, vielen Dank. Dafür gibt es aber hier noch mal... Und Markus haut auch noch einen Superchat raus für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Und bedankt sich für die tollen Bilder in Seafarer. Das hat er schon 2-mal gelesen. Die Texte habe ich übrigens alle selber geschrieben. Dafür gibt es dann den Niklas nochmal. Aber ich meine, so ein Glasbodenboot im Hafen fährt hier noch nicht. Man sieht zwar nichts, aber das ist aber doch egal. Aber was willst du denn sehen da? Es ist doch völlig dann Wurst. Willst du Schlick gucken oder ja, was? Ja, ganz genau. Ich sag dir, da fahren die Leute auch mit. Nein, aber man könnte ja einen doppelten Boden da reinbauen. Das heißt, unter dem Glasboden macht man ein Aquarium mit Beleuchtung. Da muss man auch gar keine Fische sehen. Da muss man einfach nur das trübe Elbwasser sehen. Finde ich eine mega Idee. Guck mal, da kommt unser Freund, der Schlickbagger. Ja. Kees Junior. Für alle, die das nicht kennen, also den sehen wir wirklich sehr häufig hier im Stream. Das ist ein sogenannter Schlickflug. Und der macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als durch den Hafen zu fahren, zieht dann so einen Flug hinter sich her und wirbelt Sedimente auf. Und
die haben halt die Hoffnung, dass dann diese aufgewirbelten Sedimente mit der Ebbe mit rausgespült werden. Außerdem macht er auch Unebenheiten an den Liegeplätzen glatt. Also durch diese ganzen Manöver, Anlegen, Ablegen und so, kommt es halt zu einer Wellenbildung an den Anlegeplätzen. Und damit dann da der gleichmäßige Tiefgang oder die gleichmäßige Tiefe erhalten bleibt, fährt der da auch lang. Also ich finde die Idee mit diesem Glasboden gut super. Da gibt es dann schön Fischbrötchen, da spielt einer Schifferklavier, so herrlich. Ich bin mir ganz sicher, dass das in das Buch kommt mit Geschäftsideen, die grandios gescheitert sind. Ja, das denkst du nur so, weil das halt nicht deine Idee jetzt war. Ja, aber dann mach's doch. Ich habe ja kein Boot. Aber vielleicht kann ja Willi in unser Boot so ein Glasboden einbauen. Noch nichts zu sehen auf der Steuerbordseite von der Marie Maersk. Ja, dann warten wir einfach noch einen kleinen Moment. Dirk Schnörpel hätte gerne den Job auf dem Schlickbagger. Ach, und ich dachte, da wollte er auf mein Glasbodenboot. Was schreibst du damit, Hartmut? Ich lese nur Hartmut, ja, habe aber den Anfang nicht mitbekommen. Ja, dann musst du mal den Chat lesen. Ich kann ja nicht alles machen. Du musst du nicht so fragen, Sachen, die du nicht weißt. Da reden wir heute Abend noch mal drüber, was du da mit Hartmut am Laufen hast. Ach, gar nichts, ich habe ihm nur geantwortet. Ach so. Alles klar. Mal ganz weit raus. Ist doch schön mit den Wölkchen jetzt, oder? Ja, ich mag ja diesen Blick hier auch so gerne. Also hier finde ich das auch immer so schön, wenn es ein bisschen dunkel wird und das Licht so angeht. Das ist hier irgendwie so... Toller Platz. Ja. Trotz der Uhrzeit haben über 600 Leute eingeschaltet. Vielen, vielen Dank, Wahnsinn. Leute. Das ist echt verrückt. Da unten kommt die Commodore. Das ist das Schiff, mit dem ja unser Bundeskanzler und der französische Präsident Macron vor wenigen Tagen hier durch den Hafen geschippert sind. Das ist ja auch von Barkassenmeier. Das war dann ja bestimmt streng bewacht, ne? Ja, ich glaube, die wurden auch eskortiert von der Wasserschutzpolizei. Aber im Moment scheint das nicht so gut gebucht zu sein. Kaspar David Friedrich. Bei Barkassenmeier haben sie ein Faible für Kunst. Also viele Barkassen sind auch von irgendwelchen Künstlern bemalt worden. Die Gerda 2.0 ja auch, mit der wir gefahren sind. Und Mo fragt nochmal, kommt das Containerschiff erst noch oder war es schon da? Beides. Eins ist schon da, das ist die CMA CGM, die ihr direkt vor uns seht. Die wurde gerade angelegt, festgemacht. Ich sehe auch, dass da die ersten Leinen wohl schon fest sind. Und wir warten jetzt auf die Marie Maersk, die war so eine Dreiviertelstunde dahinter. Und die müsste eigentlich jeden Moment hier um die Ecke kommen. Und PingMac hat mal wieder 5 Mitgliedschaften verschenkt. Vielen, vielen Dank, PingMac. Ja, vielen Dank. Ja, und Glückwunsch an alle, die abgestaubt haben. Edwin, Gudrun, Nick, Tom Square und Michael.
Die Schlepper bleiben ja immer da, bis das Schiff wirklich final fest ist. Jetzt ist kein Wind, eigentlich ziemlich unkritisch. Nichtsdestotrotz sind die aus Sicherheitsgründen bis zuletzt da. Also zumindest einer. Ein Schlepper bleibt wirklich bis zur allerletzten Leine da. Und die Kommodore dreht ein. Wahrscheinlich machen die eine kleine Tour durch Waltershof. Ja, klasse. Also ich bin immer wieder geflasht von eurer Unterstützung. Wahnsinn, also wirklich total abgefahren. Ich kann das immer gar nicht glauben. Schön, oder? Ja, ja. Deswegen heute, das war hier auch Pflichtprogramm. Das haben wir echt schon alles hier. Ja, ja. Ja, und dann hier nochmal die Info, Marimersk, Höhe Lotsenhaus, Seemannshöhe, von Elbkem Festung, Grauer Ort, Stade. Da müsste sie ja gleich kommen. Genau, die müsste eigentlich jeden Moment kommen. Ich kann ja die zweite Kamera oder erste Kamera oder wie man es nimmt, schon mal hier rüber schwenken. Dann können wir da gleich direkt umschalten. Und die Schweiz ist auch am Start. René, moin. Und Kerstin sagt, wir sind spitze. Das finde ich richtig gut, ja, oder? Ja, das freut uns. Das freut uns. Wir gehen auch raus bei Wind und Wetter, ne? Warten wir mal ab. Wollen wir mal den Mund noch nicht zu voll nehmen. Aber wir Obwohl, haben... Was richtig cool ist, also ich hoffe, dass es diesen Winter vielleicht tatsächlich mal wieder passiert, wenn Eisschollen auf der Elbe sind. Das ist, sieht so cool aus. Dann passiert hier wenigstens auch was. Dann können wir treibende Eisschollen filmen. Ja. Und Ostwestfalen-Lippe ist auch da. Grüße aus Herford vom Werre-Surfer. Ja, danke auch an Ole. Also bei Ole müsst ihr auch mal ein bisschen mitlesen. Ole haut auch immer gute Infos zum Thema Seefahrt raus. Der hat auch ein bisschen Seemanns-Background. Laut Marine Traffic soll jetzt die Marimersk am Bubendeiufer sein. Und das Bubendeiufer, das ist quasi hier ja, so leicht. Also wir sehen es nicht. Guck mal, lustig. Die Leute hupen schon hier. Ja, ja. Die Leute fahren hier vorbei und hupen, wenn sie uns sehen. Das Bubendeiufer, das ist halt genau, also jetzt noch mal so ein Stückchen nach rechts im Bild. Können es leider nicht sehen. Aber jeden Moment müsste da jetzt ein Schlepper ums Eck kommen. Beatrix, vielen, vielen Dank auch für deine Spende. Herzlichen Dank. Sie liebt unsere Livestreams. Geil. Oder? Das ist, ja. Ich liebe die aber auch. So, komm. 3, 2. Eins passiert nichts. 1,5. 1,25, 1,125, 1,075, 1, ach. Das dauert noch ein bisschen. Guck mal, jetzt kommt wieder die Info, Höhe Seemannshöft. Wo ist sie denn nun? Seemannshöft oder Bubendeiufer? Naja, irgendwo da. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Ole, falls du aus Hamburg kommst, er schreibt gerade, dass er 30 Jahre zur See gefahren ist, kannst du gerne auch mal als Gast hier im Stream vorbeikommen und ein bisschen mit uns sabbeln. Ich glaube, ein paar Geschichten von See
hören alle Zuschauer gerne. Aber du kannst auch kommen, wenn du nicht aus Hamburg kommst. Kannst du auch natürlich das? Auch sehr gerne hier vorbeischauen. Ne? Ja, aber ich dachte jetzt halt wegen Anfahrt. Du kannst natürlich von überall herkommen. Der Ole sitzt wahrscheinlich irgendwo in der Südsee auf seiner kleinen Insel. Vielleicht war Ole Pirat. Das kann auch sein. Jetzt geht's los. Da kommen wir Schlepper. Da ist Peter. Da kommt der Draht. Und am Draht hängt die Marie Maersk. Ah, es ist der schönste Moment. Es ist der schönste Moment. Komm, ich mach mal ein Foto davon. Durch die Bäume. Oh. Mir gefällt die Schiffsform ja etwas besser vom Bug. Ein bisschen klassischer. Ich finde, das sieht so ein bisschen mehr nach Schiff aus. Findest du nicht auch? Stimmt. Ich meine, aber eigentlich muss doch ein Schiff auch so ein Wulstbug haben, oder? Rein optisch gesehen schon. Und jetzt sehen wir auch gleich die zwei Schornsteine für die beiden Maschinen. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, die Triple-E-Klasse von Maersk, zu denen die Marie Maersk auch gehört, wird von zwei Maschinen mit zwei Propellern angetrieben, die daran wieder verhältnismäßig langsam drehen. Also so gibt es einfach verschiedenste Bauformen. Und ja, am Ende hat es natürlich alles, was mit Effizienz, Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit zu tun. Dann ist das wahrscheinlich nicht so dramatisch, wenn da mal einer ausfällt, oder? Oder? Naja, wenn da einer ausfällt, haben sie noch die zweite. Ja. Das stimmt schon. Eifel fragt, ob die Maersk eigentlich mithilft oder ob der Pott nur von den Schleppern gezogen wird. Also jetzt im Moment fährt die aus eigener Kraft. Das heißt, die wird jetzt gar nicht gezogen. Die Leinenverbindung, die Schleppverbindung, die wird zwar auf Spannung gehalten, aber im Moment, also die reine Vorausfahrt, macht das Schiff aus eigener Kraft. Guck mal, cooles Licht da hinten, ne? Ja. Boah, da muss ich aber auch noch mal ein Foto von haben. Mal interessieren würde, du warst doch auf der Nordic, ne? Mhm. Und angenommen, gestern bei diesem Maschinenschaden, hätte denn zum Beispiel die Nordic die auch alleine schleppen können oder irgendwo hinschleppen? Ja. Ja. Also die hätten denn nicht diese vier Schlepper benötigt, oder? Naja, diese vielen Schlepper, die sind ja in erster Linie dazu da, damit sie das Schiff auch manövrieren können. Ja. Weil ohne Maschine, also ohne eigenen Antrieb, kann das Schiff halt nicht manövrieren. Die müssen halt für
die Manövrierfähigkeit Fahrt aus eigener Kraft machen. Sonst passiert halt mit dem Ruder nichts. Und deshalb brauchen die einfach mehrere Schlepper. Und ich denke mal, die werden in erster Linie an jede Ecke einen platziert haben, damit sie das Schiff dann auch sauber über die Elbe bekommen. Aber rein was die Power angeht, kann halt so ein Schlepper wie die Nordic so ein Schiff. Also ich sag mal, auf der Nordsee, wo es jetzt auch nicht so auf die Tiefe und so ankommt, da könnte die den dann Haken nehmen und erstmal aus der Gefahrenzone sozusagen. Genau, darum geht es auch in erster Linie, dass die halt aus der Gefahrenzone rausgebracht werden und dass die nicht irgendwo hintreiben. Mhm. Weil zum Beispiel auf der Nordsee, gerade da so vor Helgoland, sind ja auch unheimlich viel so Offshore-Windparks. Und wenn die Strömung ungünstig ist und ein Schiff manövrierunfähig ist, kann das halt sein, dass das in Richtung von diesen Windparks treibt. Hier sehen wir auch den Wulstbug, der ein klein wenig aus dem Wasser guckt. Besonders viel sehen wir leider nicht davon. Und gleich geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, die Marimers wird jetzt in Position gebracht. Dann wird sie aufgestoppt und dann wird sie gedreht. Und hier sieht man zum Beispiel auch, dass das Ruderblatt ziemlich weit außen ist, ganz einfach, weil sie zwei hat. Aber das sieht auch noch ganz gut aus. Ne? Die sieht gut in Schuss aus dafür, dass die... Wann war das? 2013? Was also hatte ich gesagt? 2013, glaube ich. Ja, genau. Ja. Nee, also da haben wir schon ramponiertere Schiffe gesehen. Ja, und ihr seht auch hier, also die Schrauben, Propeller sind am Arbeiten. Jetzt wird das Schiff wahrscheinlich aufgestoppt. Deshalb sehen wir auch diese ganze Verwirbelung unten am Ruder. Und wie gesagt, das wird halt nicht jetzt durch den Schlepper gebremst, sondern das macht das Schiff schon weitestgehend selber. Im Moment sind die Schlepper eigentlich erstmal nur zum Assistieren da. Aber wenn man jetzt so guckt, die hat ja so einige Schrammen, sag ich mal. Ne? Also es ist ja so dunkle Streifen. Ist das denn tatsächlich, dass sie irgendwo gegenfahren? Ja. Oder? Also irgendwo dran geschrammt. An die Kaimauer irgendwie? Genau. Oder? Ja, ja. Also muss man die Schiffe sehen, die durch den Panama-Kanal gefahren sind. Die Schleusen im Panama-Kanal, die sind ja richtig eng. Also mistneue Schiffe fahren einmal durch den Panama-Kanal und sehen dann halt ein bisschen anders aus. Muss denn der Kapitän die Lackierung bezahlen, die Die haben auch eine durchgängig geschlossene Brücke. Das heißt, die Nock ist auch überdacht. Da kriegst du im Winter keine kalten Ohren. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Ja. Also das, wenn du wirklich richtig schlechtes Wetter hast, so wie wir gestern hier, wir hatten ja richtig sintflutartige Regenschauer gestern Abend hier so um 23 Uhr in Hamburg. Und wenn du bei dem Wetter dann draußen auf der Nock stehst, dann ist es auch egal, ob die überdacht ist. Wenn die an den Seiten offen ist, dann wirst du klitschnass. Gibt es eigentlich Privatpersonen, denen so ein Containerschiff gehört? Und es gibt Leute, die tatsächlich so ein Containerschiff besitzen? Boah, du stellst Fragen. Ja, ich überlege. Meinst du jemand, der einfach... ja, aus so Lust an der Sache. Aber so ein Scheich hat auch mal so eine 777, oder? Ausgebaut. Ja, aber die haben dann ja eher so Superjachten und sowas, ne? Ja, aber stell dir mal vor, du sagst, ist mir scheißegal, damit hole ich erstmal schön meine ganzen Sachen aus aller Welt. Die lasse ich mir dann erstmal nach Hause fahren. Ja.
Ja, aber auf dem Fairplay-Schlepper haben sie auch den Grill an. Da gibt es schon ein schönes Nackensteak. Ja. Ich glaube, das ist aber leicht verbrannt. Guck mal hier, der Nick kannst du ja noch mal dick machen hier, dass es jeder lesen kann. Was der Nick geschrieben hat? Ja, das ist ganz interessant, oder? Hier, Columbus sagt, Tanja will mit der Hamburg Express Schuhe kaufen gehen. Dann hol ich so ein ganzes Containerschiff Schuhe. Ja, da müssen wir aber noch mal drüber reden. Und der Martin Papptransit ist auch da. Er schreibt, dass Schiffe ein gutes Steuersparmodell sind. Ja, wobei sich die Frage stellt, wenn man wirklich so ein Containerschiff besitzt, ob das dann immer noch so lohnenswert ist, weil dann hat man natürlich auch das ganze Gewickel mit Maintenance und so weiter. Also vor einigen Jahren war das ja ganz stark in Mode, dass Schiffsbeteiligungen verkauft wurden. Also vor, wann war das? Das muss so Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sein. Da war das also wirklich eine sehr beliebte Anlage, Schiffsbeteiligung. Aber ein ganzes Schiff sich zu kaufen, Na, aber für jemanden, der schon alles hat und nicht weiß, wohin mit seinem Geld, da bietet sich das auch an, oder? Das stimmt. Südhesse Tobi ist auch da und fragt auch noch mal, was mit dem MSC-Containerschiff passiert ist, was gestern auf der Elbe kaputt gegangen ist. Da musst du einfach mal ein bisschen zurückspulen. Die liegt nämlich hier im Bild einfach, ich würde mal sagen, 200 Meter weiter links. Also wenn ich das Bild hier mal aufziehe, dann siehst du da an der Seite noch das Heck von der MSC, wie hieß die, Regulus oder Regula, Regulus, glaube ich. Und die liegt jetzt hier auch am Burchard Kai, da haben sie die hingeschleppt. Rudi 16 ist auch wieder dabei. Rudi, treuer Zuschauer. Da seht ihr auch noch mal die zwei Schornsteine. Die Triple E-Klasse von Maersk. Triple Seven war die andere Fraktion. Aber werden denn jetzt noch Schiffe mit den zwei Schornsteinen noch gebaut oder eher nicht? Also in letzter Zeit von den Neubauten habe ich keins mehr gesehen. Die Triple E-Klasse ist ja in Anführungszeichen schon etwas älter. Genau, aber es ist ja so mal die Frage, ob da jetzt auch noch irgendwie wieder was von gebaut wird. Ich nehme mal an, dass es sich einfach nicht durchgesetzt hat, beziehungsweise durch irgendwelche neuen Erkenntnisse ist man wohl doch eher zu den oder wieder zurückgegangen zu den einmotorigen oder einmaschinigen Bauformen. Ich weiß auch gar nicht, ob noch eine andere Reederei, welche mit zwei Maschinen hat. Kann sein, dass MSC, da bin ich unsicher. Vielleicht weiß das jemand, ob noch eine andere Reederei, welche mit zwei Maschinen in der Flotte hat. Also ich finde die Maersk ja schöner als die CMA CGM. Ich finde die auch schöner. Sieht irgendwie, na, das Blau-Rot ist irgendwie ein bisschen klassischer.
glaube, da muss ich gleich aber mal bei dem schönen Licht ein Foto machen. Guck dir das mal an mit der Spiegelung. Das sieht doch schon echt toll aus, oder? Richtig schön. Aber kommt natürlich wieder eine Fähre, ne? Ja, mein Herz für Fähren. Boah, das sieht echt toll aus. Wieder die Piraten durchs Bild. Die RIP-Piraten, ja. Ich glaube, der Martin hatte das letztens auch mal in dem Stream geschrieben. Das Blau von Maersk ist auch richtig eine eingetragene Farbe, also so ähnlich wie das Magenta von der Telekom. Wurde für Maersk eigens entwickelt und angemischt. Die beim Marketing sich aber gut was überlegt, oder? Und ich glaube, das hatte ich auch bei dem Martin aufgeschnappt, was ich auch super interessant fand. Das wusste ich auch nicht. Also die Schiffe, die Maersk hinten haben, also Mari Maersk, so wie dieses hier, das sind eigene Schiffe von Maersk. Und dann gibt es ja auch Schiffe, die haben Maersk vorne, also zum Beispiel die Maersk Cambridge. Oder Maersk Kempten. Und das sind dann wohl die gecharterten Schiffe. Berichtige mich da gerne nochmal, wenn ich das falsch gesagt habe, Martin, falls du noch zuschaust. Ich meine, ich hätte das bei ihm aufgeschnappt. So, das sollte mit Fotos reichen. Meint der Seppo vielleicht den Pegelturm oder... Zur Tiefenanzeige. Ach so, er meint wahrscheinlich die. Oder hier, wo ja, die Tiefgang, nee, die Tiefgangsanzeige meint er. Also hier möchte er einmal sehen, wie viel Tiefgang wir denn da haben. Ja, ist schwer zu lesen. So ganz nah ran komme ich nicht. Aber irgendjemand hat Adleraugen. Ja, aber den Tiefgang kann man ja auch auf Marine Traffic ablesen. Ups. Das Bild gerade etwas verkackt. Der Südhesse Tobi war in Hamburg und hat sich erstmal eine Kiezmische gegönnt. Das freut uns. Kein Hamburg-Besuch ohne Kiezmische. Meter soll der Tiefgang laut Marine Traffic haben und Ingo hat etwa 11,50 Meter abgelesen. Passt. Irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. Martin schreibt, bei ihm habe ich es nicht aufgeschnappt. Trotzdem ist die Info richtig. Dankeschön. Kann natürlich auch sein, hier der Ole schreibt es nochmal. Vielleicht habe ich es bei Ole auch aufgeschnappt. Also bitte verzeiht mir das, wenn ich das in früheren Streams, hallo, mal, ja.
Ach, ihr seid die aus Chemnitz, die auf Instagram geschrieben haben. Ja, moin, hallo. Hallo. Besuch aus Chemnitz haben wir. Mensch, das ist ja schön. Habt ihr noch gutes Wetter, ne? Sehr schön. Ja, es freut uns immer, wenn Besucher in den Stream kommen und wenn sie dann sogar noch aus Chemnitz anreisen. Ja? Ja, dann liebe Grüße nach Hause an den Sohn. Wie heißt er? Max. Max. Ja, Max. Liebe Grüße an dich. Wir bespaßen deine Familie hier. Mach keine Dummheiten zu Hause, wenn du alleine bist. Danke. Wie alt ist er? Mach weiter so. 23. Ach, 23. Obwohl, da nehmen die Dummheiten schon wieder zu. Gerade hier ist es ja nun wirklich ein bisschen abgelegen, ne? Also ja, aber lässt sich mit dem Auto sehr gut erreichen. Ja, klar. Aber du weißt ja, wenn du selber in so einer Stadt unterwegs bist, hast du ja meistens kein Auto mit, weil macht ja in Hamburg gar keinen Sinn eigentlich. Rudi, vielen, vielen Dank. Er haut auch nochmal 5,99 raus. Na, danke, und dafür, Rudi, gibt es Tanjas persönlichen Freund. Der kriegt nachher bestimmt eine Fangemeinde irgendwann mal richtig. Ja. Was sagst du? Wer das mitkriegt, der freut sich schon richtig. Dr. O schlägt vor, dass wir ein Emoji für ihn anlegen. Ja, das wäre lustig. Das wäre sehr lustig. So ein Horn-Emoji. Das wäre schon was. Ja, Max vermisst auch die Walks. Max, da musst du ein bisschen zurückspulen. Haben wir am Anfang schon mal was zu gesagt. Ich kann es leider nicht ändern, aber ich habe mit Robert geschrieben und der ist halt heute vor 19 Uhr oder bis 19 Uhr in Terminen bzw. In Vorlesungen. Und ja, von daher muss ich dich leider noch ein klein wenig vertrösten damit. Guck mal, da kommt Schiff mit Schiff. Ein Schiff mit Schiff, ja, das ist wirklich interessant, was da kommt. Haben sie aber ganz gut vertäubt, ne? Mhm. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein kleiner Minischlepper. Ich finde, das sieht eher aus wie so ein kleines Schifferboot, also so ein kleiner Kutter oder so. Nee. Schade. Nee, es ist aber ein Schlepper von der Bauform. Hat auch zwei Antriebe hinten. Ist das nicht ein bisschen klein? Das ist halt ein Minischlepper. Die Maersk muss jetzt da hinten rein. Das ist natürlich so ein ganz bisschen
Sisyphus-Arbeit. Also es dauert schon einen Moment, bis sie die da hinten reingedrückt haben. Da sieht man ganz gut, wie der mitgeht, mit assistiert, der Schlepper, und dann halt auch gegebenenfalls so ein bisschen drückt. Hier unten fährt, könnte sogar die Gerda sein. Müsste jetzt jeden Moment hier ins Bild kommen. Ne, die Lütte Dern ist es. Aber ich glaube, die ist ziemlich ähnlich zu der Gerda 2.0. Ja, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Ja, ja. Und ja, die machen jetzt auch erstmal eine kleine Hafenrundfahrt und biegen dort in Waltershof ein. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen ranzoome, dann kann man auch ganz gut sehen, dass sich da auch wirklich was bewegt an dem Schiff. Also gerade so, wenn man eine Referenz im Hintergrund hat. Das ist natürlich klasse. Sperrt das auch, glaube ich, jetzt ab. Ne? Da darf auch nichts reinfahren jetzt. Ne? Bitte? Ich glaube, die Polizei sperrt das auch ab. Die Polizei sperrt das, damit da jetzt keiner reinfährt. Und was ihr jetzt noch nicht seht, wird gleich irgendwann ins Bild fahren. Hier kommt noch ein Schlepper. Es kann sein, dass der schon für die Ever Alot ist. Denn um 18 Uhr steht ja auslaufende Ever Alot auf dem Programm. Also dann geht das ja Schlag auf Schlag. Und ich würde sagen, heute sind wir wohl wirklich mal pünktlich dann, ne? Ja, vor allem nicht mit so wahnsinnig langer Wartezeit dazwischen. Das ist ja immer das Schlimme, wenn man dann irgendwie 2 Stunden überbrücken muss, bis was passiert. Haben wir alles schon gehabt. Hatten wir alles schon, ja. Hier am Bildrand seht ihr den Schlepper. Auch ein Boluda-Towage. Vielleicht ist der für die Ever Alot. Die CMA-CGM im Hintergrund ist mittlerweile fest. Da ist auch, glaube ich, nur noch ein Schlepper. Den sehen wir da so ein bisschen im Hintergrund. Das ist vielleicht noch die letzte Leine. Also wirklich viel Platz ist da auch nicht, ne? Wenn man mal so guckt. Also sieht auf jeden Fall von oben hier so aus, oder? Ja, das ist schon so ein bisschen... Also gerade wenn du so eher nach links rüber guckst, ne? Finde ich. Es ist aber auch unheimlich schwer abzuschätzen von hier oben. Also man müsste das jetzt wirklich mal so aus der Vogelperspektive sehen. Aber ja,
es ist schon eng. Ich meine, immer noch genug, dass die Schlepper da operieren und manövrieren können. Ich weiß auch nicht, wie viel Meter Platz sie haben. Aber es ist nicht so üppig. Und wieder jede Menge Möwen bei den Schleppern. Andreas hat ein Upgrade seiner Mitgliedschaft durchgeführt auf Speicherstadt. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Komm, da hauen wir noch mal einen raus. Hier an der Pier. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Da scheinen die am Bauen zu sein. Leuchtet so ein bisschen wie die Linesmen. Ja, genau. Das sind irgendwelche Blinklichter. Aber ich denke, die bauen da einfach irgendwas. Das sieht davor gerade so ein richtiger Bus. Siehst du jetzt da bei den roten, der so blinkt, bei diesem roten, ich weiß nicht, was das ist. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber er muss da gleich wieder kommen. So ein richtiger Bus sieht aus wie ein Reisebus. Reisebus? Ja, so eine Witz. Vielleicht machen die ja eine Rundtour. Also geht das denn? Ja, ich weiß, dass es auch mal so Touren gab. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Eurogate war oder bei Ahala. Man konnte wirklich mal so Terminal-Rundfahrten machen mit so einem Bus. Wo ist denn das, wo wir immer da so weit laufen müssen? Ist das die Hala? Beim CTA? Ja. Das ist Hala, ja. Das geht da, das weiß ich. Ja, und das kann sein, dass es das hier auch gibt. Ich habe das schon öfter gehört, dass Leute mal so eine Tour gemacht haben. Jojo schreibt es auch gerade, das gibt es immer noch. Ja, kann gut sein, dass das so einer war. Ich weiß auch gar nicht, wie regelmäßig die sind. Also falls da jemand eine Info hat, ob, kann man die auf der Hala-Seite irgendwo buchen oder... Anja hat das mal gemacht. Gerne, ja, mit den Infos. Ich kann mir vorstellen, dass das der ein oder andere gerne machen würde, wenn er nach Hamburg kommt. Kai haben das auch gemacht. Echt? Hat niemals. Das müssen wir noch mal fragen. Ja, cool. Kann man das ja auch mal irgendwo raushauen. Jojo schreibt, einfach mal Hafentour Hamburg googeln.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Ever Arlott dann auch pünktlich ablegt. Aber wie gesagt, ein Schlepper ist da schon. Könnte ein Hinweis darauf sein. Ja, Helmut, ich finde es übrigens auch ganz interessant, dass du den Chat über deine Essgewohnheiten aufklärst, dass du zu viel gegessen hast und erstmal eine Tablette genommen hast. Ja, Leute, der Chat ist für alles da. Schreibt, was ihr gerade esst, was ihr gerade macht. Vielleicht muss nicht jeder Toilettengang dokumentiert werden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten. Aber du würdest auch gerne jetzt so viel essen, dass dir schlecht wird. Ja, ich glaube, wir essen nachher noch was Leckeres. Ja, ne? Ja. Aber ich finde das faszinierend. Ne? Also ich kann das... Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann jetzt einfach nur gucken, wie dieses Schiff einfach sich so ganz langsam da reinschiebt. Es ist so faszinierend. Aber vielleicht muss Helmut einfach noch mal mit einer Kiezmische nachspülen. Ich glaube, dann geht das wieder, oder? Ja. Ein Hubschrauber. Vielleicht ist das der Bossi-Pilot. Fliegt der ADAC? Nee, ist der ADAC. Vielleicht ist das Michi. Das kann sein. Und Kai hat mal nachgeschaut, an der Ever Arlott liegen noch zwei weitere Schlepper. Wahrscheinlich sind das die, die eben noch bei der CMA CGM waren. Die kriegen jetzt den Job bei der Ever Arlott. Und ja, sobald die Maersk da hinten reingezogen ist, kann es dann wahrscheinlich auch für die Evergreen losgehen. Da hatten die eine kurze Anfahrt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, effizient. Ja, effizient. Maximale Effizienz. Nicht zu viel Sprit verbrauchen. Lotse kommt auch. Also manche Leute sind auch ein bisschen komisch. Manche Leute sind wirklich komisch. Rennt wie ein Berserker an uns vorbei. Was passiert hier? Nichts? Nichts. Und rennt. Bleib da mal stehen, du Honk. Anstatt dass er stehen bleibt, wie soll ich ihm denn antworten? Herrlich. Ja, also hier der Lotse. Lotsenboot. Ah, der holt wahrscheinlich den Lotsen von der CMA ab. Das könnte man vielleicht sogar sehen. Guck mal, die Gangway ist da doch schon beleuchtet, oder? Gucken wir mal, wo der hin will. Mit Lotsen abholen hast du ja jetzt so deine Erfahrung, oder? Das kann ich. Wie viel hast du abgeholt insgesamt? Einige. Einige. Dr. Ohr haut noch mal die Info raus. VW Prompt und VW Perfect liegen an der Ever. Ah, okay. Sagt man A-Lot oder A-Lot? A-Lot? Irgendwie denke ich immer an Lancelot. Holle Honig ist auch schon seit einem Monat Mitglied. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Moin aus Nordhessen, beziehungsweise Gruß zurück nach Nordhessen. Wir haben einen Südhessen, Tobi den Südhessen und wir haben Holle Honig den Nordhessen. Ja, ist doch abwechslungsreich und vielseitig, würde ich mal sagen. Jetzt fehlt noch ein Westhesse und ein Osthesse. Ich will noch einmal auf die Maersk rüber gehen, weil... Die verabschiedet sich da gleich, so langsam. Aber gleich liegt der Lotse an. Ja, bis der da ist, das dauert. Der Pax Kai sagt aber auch, dass er den ganzen Tag sitzen könnte und gucken. Ich finde das auch ja, immer wieder faszinierend. Ja, wer das nicht mitbekommen hat, letzte Woche war ich ja auf dem Lotsenstationsschiff Weser. Hab da auch fotografiert und ein bisschen gefilmt.
und bin natürlich auch mit dem Tender mitgefahren. Tender nennt man die Boote, die, ja, das sind auch, ist auch so eine Katamaran-Bauweise, sogenannte Swat-Tender sind das. Und die machen halt in erster Linie die ganzen Versetzvorgänge. Und dann gibt es noch so kleine, ja, so kleine Versetzboote, so gelbe sind das. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich irgendwann mal das Video fertig habe. Und die sind echt klasse. Das sind halt so komplett geschlossen. Und das damit fahren, das ist wie Go-Kart fahren. Also das ist wirklich sensationell. Glaub, das macht richtig Spaß. Der Lot ist besonders. Bitte? Ist irgendwas Besonderes zu beobachten? Ja, der Hafen ist doch immer besonders. Ich weiß. Der aber ist, weil sie jetzt hier so aufgebaut sind, dachte ich, vielleicht irgendwas. Ja, wir haben heute zwei große Containerschiffe, die gekommen sind und eins, was gleich noch ausläuft. Okay. Ja, das ist was. Ja. Der Lot ist wieder abgedreht. Ja, Rainer schreibt auch nochmal Moin und ist auch seit einem Monat Mitglied. Ja, der Lotse ist schon von Bord gegangen. Den haben wir verpasst. Aber das kann doch jetzt nicht so schnell gegangen alles mit sein, glaube ich. Doch, also wenn der schon an der Gangway war, dann geht das ja ruckzuck. Also das hat mich zum Beispiel auch gewundert. Ich bin ja einige Male dann auf dem Tender mitgefahren. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Der Versetzvorgang vom Einsteigen auf das Boot, hinfahren zum Schiff, Lotse absetzen, 2 Minuten. Also das geht so schnell, dass es absolut abgefahren. Schatz, Mittelhessen haben wir auch. Mittelhessen. Cruise Ship Germany. Also haben wir jetzt Nord, Mittel und Süd. Ja. Vielleicht noch der West- und der Osthesse. Aber vielleicht kommen da ja auch noch andere Spezies von Hessen zum Vorschein, wer weiß. Was sind wir denn? West-Hamburger? Nordwest-Hamburger sind wir. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir hier... Nee, also wir können leider wir bei der Ever Arlott nicht an die Pier gucken. Aber vielleicht können wir hier oben so ein bisschen, also hier können wir zumindest so ein bisschen die Leinen sehen. Also in Westhesse haben wir jetzt auch ein Angebot. Vielleicht sollen wir mal so die ganzen Bundesländer mit einbeziehen, oder? Aber wenn wir alle Bundesländer nach Nord, Süd, Ost, West ja und Mitte kategorisieren. Aber Entschuldigung mal, wer hat denn das auf seinem Kanal? Ja. Keiner. Und Tigers Timeless Treasures ist auch seit einem Monat dabei. Vielen, vielen Dank. Musst du den Namen so flüssig aussprechen kannst, aber mir ja schon wieder die Zunge irgendwie querschießen, oder? Ja, Tigers Timeless Treasures. TTT. Also da steht auch auf jeden Fall jemand. Ich komme nicht näher ran, also das ist maximale Zoom-Stufe. Aber ich meine da, das Orange könnte ein Mensch sein. Das ganze Panorama. Herrlich. Nochmal das ganze Panorama. So, jetzt mit Mikro. Bald gehen noch die Lichter an, ne? Kann doch gar nicht mehr so lange dauern, oder? Ja, so ein Moment. Wann ist denn Sonnenuntergang? Warte mal, ich guck mal gerade. Sonnenuntergang ist in 46 Minuten um 18.31 Uhr. Könnte sich zeitlich alles ganz gut ausgehen mit dem Licht heute.
Ja, für alle, die später eingeschaltet haben, ganz, ganz links am Bildrand, wo der Baum ist, dahinter seht ihr die MSC Regulus, wo ich jetzt mal reingezoomt habe. Und das Schiff hatte gestern auf der Elbe nahe Glückstadt einen Maschinenschaden. Die haben sie dann mit mehreren Schleppern hier zurück nach Hamburg gezogen. Ist nichts weiter passiert, nicht auf Grund gelaufen oder so. Aber ein paar Stunden lang ging da halt gar nichts. Also da konnten halt ein paar Stunden lang keine Schiffe ein- und auslaufen. Schönes Bild mit Kölnbrücke. Ja, mit der Kölnbrücke, ne? Und es ist immer ein bisschen Gewusel da unten. Also das Terminal, was ihr hier unten seht, wollen sie übrigens modernisieren. Also da haben sie noch ein bisschen Probleme mit der Effizienz. Das soll halt weiter automatisiert werden. Kommt noch ein Schlepper. 36. Gucken, wo der hingeht. Schaut sein Mikro. Ja, ja, ja. Travel Books and More ist auch seit 3 Monaten Mitglied. Herzlichen Glückwunsch, Travel Books and More. Und natürlich vielen, vielen Dank. Wo will er hin? Will er auch noch zu der Ever Alert? Das glaube ich aber nicht, weil da ja schon von Boluda Towage Schlepper sind. Und meistens ist es halt so, dass ein Job immer von einer Schlepperfirma übernommen wird. Vielleicht läuft noch was aus, was du gar nicht auf dem Zettel hast. Kann natürlich sein, dass einer von den Fiedern, da liegt dann noch so eine kleinere Maersk im Hintergrund. Aber wenn du den verfolgst, dann weißt du es vielleicht. Ja, ich kann das natürlich auch einfach mal so ein bisschen aufziehen, das Bild. Und dann sehen wir, wo er hinfährt. Südhesse Tobi fragt, ob die AIDA eigentlich noch im Dock ist. Ja, da bin ich gestern vorbeigefahren, kann ich mit Sicherheit sagen. Es sei denn, der Sturm hat sie heute noch da rausgespült. Das ist eher unwahrscheinlich. Haben wir eigentlich noch was zu trinken? Ja, aber nur Lapperwasser. Oder was zu essen? Also. Es gibt ein lapperiges Wasser.
Oder eine Packung Nüsschen. Nüsse sind gut. Ein paar Erdnüsse. Vielleicht jetzt hättest du doch gerne Kiezmischel, ne? Ja. Ja. Jetzt mache ich aber mein Mikro aus zum Essen. Ich glaube auch nicht, dass jemand hören will, wie du jetzt Nüsse isst. Der Theo sagt, er glaubt, dass der zur Maersk fährt. Der kann das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen besser noch sehen. Schau mal, die Leinen, die sehen auch nicht mehr so ganz fest aus. Es kann natürlich sein, dass der da jetzt schnell noch gleich raushuschen möchte, bevor die Ever Alert kommt. Das hatte ich doch schon mal gefragt. Ist das wirklich so, dass die schnell weg wollen, damit sie das Schiff nicht noch vor der Nase haben, das dann ausläuft? Oder weil überholen können die ja nicht, ne? Oder also diese 400 Meter Schiffe zu überholen, das wird schwer, weil die sind auch gar nicht so langsam. Jens Peter fragt, ob wir gar keine Vampire mit haben. Nee, die haben wir irgendwie heute vergessen, ne? Vampire sind zu Hause. Helmut oder Frau Doktor fragt, haben wir was zu trinken? Und Tanja sagt, ja, Erdnüsse. Aber du kannst die Erdnüsse mit lappigem Wasser runterspülen, wenn du möchtest. Cola ist schon alle. Und hier die CMA CGM, die bunkern gerade. Also für alle, die das nicht wissen, bunkern nennt man ja den Vorgang des Betankens bei Schiffen. Also man sagt nicht tanken, sondern man sagt bunkern. Und dann kommt hier so eine sogenannte Bunkerbarge. Bleibt da ran. Kann eventuell auch sein, dass die irgendwelche alten Flüssigkeiten abpumpen. Das kann eventuell auch sein. Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ob die jetzt bunkern oder ob die irgendwas entsorgen. Ja, Dr. O hat eine gute Idee. Einmal Kiezmische mit Lieferando zu uns hier. Die kann er dann auch während der Fahrt hier rausschmeißen.
Moin. Warten Sie auf was Besonderes? Ja, das ist immer die Frage, was man als besonders bezeichnet. Wir filmen die ankommenden und abfahrenden Schiffe. Und heute hatten wir zwei große Containerschiffe. Gleich läuft noch eins aus. Für die Nachrichten? Nein, nein, das machen wir für YouTube. Für YouTube? Ja. Schön. Ist ein toller Blick doch von hier oben. Ja. Ich genieße es jeden Tag. Ja. Ja, ne? Und haben Sie das Glück, hier zu wohnen? Genau. Ja, das ist ja nicht die schlechteste Gegend. Ne? Nein. Das geht nicht. Schon. Ja. Ja. Guck mal, was sie dabei hat. Hast du das überhaupt gesehen? Oh. Na du? Oh. Der kennt sich aus unten am Strand. Der kennt sich ja richtig gut aus. Na du? Viel Erfolg. Ja, danke schön. Dankeschön. Tschüss. 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 Der will hier bleiben. Macht nichts. Den können Sie gerne hier lassen. Okay. Sind Sie was Gutes in der Tasche? Ja, irgendwas finden wir schon für ihn. Tschüss. Ja, das ist ein ganz süßer Dackelblatter. Ja. Das ist genau unser Beuteschema. Ne? Aber der hat noch kürzere Beine als Dackel normal haben. Ist ja fast schon eine Raupe. Ja. Eine Dackelraupe. Aber man sieht den Leuten schon ein bisschen an, dass sie Elbchaussee wohnen. Ja. Es ist doch gleich ein anderer Style. Das ist so ganz klassisch hanseatisch. Hm. So dunkelblauer Bläser mit Goldknöpfen. Genau. Ne? Mhm. Schönes Halstuch um. Aber ich mag das ja, ne? Das ist so hanseatisch halt. Ja, hier seht ihr jetzt, dass die mit dem Kran dann die Schläuche hochgeben. Zum Bunkern. Oben stehen halt, seht ihr in klein, zwei, ja, wahrscheinlich sind sie von dem von der Maschine, also irgendwie zweiter Ingenieur oder so. Und ja, die nehmen gleich die Schläuche entgegen und schließen die dann an der sogenannten Bunkerstation an. Guck mal, Volker ist schon seit 5 Monaten Mitglied. Mensch, Volker! Herzlichen Glückwunsch und natürlich vielen, vielen Dank für deine Treue. 5 Monate. Krass, ne? Krass, wie lange krass das hier schon geht. Müssen wir ein bisschen gucken. Aber die Ever Alert, die verpassen wir ja nicht. In der Zeit können wir das hier noch ein bisschen laufen lassen. Ja, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Also wenn du die nicht siehst, wenn die hier vorbeifährt, dann musst du ganz dringend zum Optiker. Deines Vertrauens. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, für alle, die später eingeschaltet haben, wir hatten heute schon zwei ankommende Schiffe. Einmal die CMI CGM, die ihr hier direkt im Bild seht, wo halt gerade gebunkert wird. Und dann hatten wir noch die Marie Maersk, die wurde mittlerweile schon ganz nach hinten ans Eurogate gezogen, die können wir nicht mehr sehen. Jetzt warten wir noch auf die Ever Alert, die liegt hier am Burchardkai, noch festgemacht, war angekündigt für 18 Uhr auslaufen. Aber wie ihr schon eben geschrieben habt, befinden sich da wohl schon ein paar Schlepper rund um die Ever Alert. Das heißt, so ewig lange kann das nicht mehr dauern. Und ihr wisst ja, in der Seefahrt, wenn da 18 Uhr steht, naja, das ist halt auch mal eine halbe Stunde später oder früher. Ist ja hier nicht wie bei... Also eine halbe Stunde ist ja schon gut gerechnet, ne? Also da haben wir schon ganz andere Zeiten. Ja, aber Zeiten wenn die gehabt, Schlepper ne? da sind, dann geht das gleich los, denke ich mal. Immer noch mal hier auf das schöne Panorama. Wir können ja mal gucken, ob wir bei der Ever Alert irgendwas sehen. Auf jeden Fall sind da noch Leinen fest. Also ich sehe da zumindest eine Vorleine und zwei Springler. Ach nee, da hinten sind auch noch Leinen, also da ist noch alles fest verzurrt.
Weil sämtliche Kräne sind oben. Klar, wenn die alle an und ankommen, abgehen, dann wird da natürlich auch nicht geladen. Irgendwas kommt aber auch noch. Bitte? Dr. U schreibt, elbabwärts kommt auch noch was. 90 Meter. Ja, was hier vorbeifährt, nehmen wir mit. Tanja holt sich ihr Stühlchen raus, unseren tollen Klappstuhl. Ist doch super. Nach 5 Minuten sitzen? Na, 5 Minuten nicht, aber ein paar Minütchen. Herrlich. Also ich finde, so langsam wird es auch ein bisschen frisch. Das Guide. Naja, heute ist ja ein Ende abzusehen, ne? Also ich sag mal, wenn da schon Schlepper liegen, dann... Ja. Marc Stibbe ist auch da. Moin, Marc. Moin. Er schreibt ein bisschen spät. Ja, macht nichts. Kann man ja auch nachträglich noch mal gucken. Wir warten gerade darauf, dass die Ever Alert noch ausläuft. Aber passiert ja für jeden was. Auch wenn du ein bisschen später einschaltest, wenn du so versetzte Schiffe hast, dann kann jeder was gucken. Ja. Hast du gut gemacht. Und wenn man es nachträglich guckt, kann man ja auch ein bisschen spulen, um diese Längen des Livestreams etwas zu überbrücken. Es gehen auch schon so langsam die Lichter hier an, ne? Ja, das also ein bisschen, oder andere, ne? Licht geht schon an. Guck mal, hier unten kommt noch was. Das ist, glaube ich, der, den Dr. O noch angekündigt hatte. Etwas Beifang. Paramar. Schon krass, was es so für unterschiedliche Schiffe gibt und Schiffstypen, Bauformen. Aber ist auch nicht viel drauf. Aber guck mal hier,
Die Maersk fährt los. Kleine, ne? Ja. Mhm. Gehen wir gleich drauf. Was machen die denn da? Wieso, was machen die? Also hatten doch die Eva hat abgelegt. Ja, 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 die ist in Bewegung. Ich gehe da auch gleich drauf. Weil die kommen uns ja gleich entgegen. Guck mal, hier haben wir doch noch einen Lotsen, der da versetzt wird. Ja. Der fährt aber auch eine scharfe Kurve, ne? Aber der fährt uns leider hinter die Bäume. Schade. Schade. Danke, Dr. O. Dankeschön. Hau noch mal die Infos raus für die Maersk Brani. 223 Meter. Eigentlich auch eine 223 Meter. Ist auch echt groß, aber wie klein das Schiff aussieht. Ne? Ja. Also wir können ja gleich mal gucken, wenn sie an der Sabon vorbeifährt. Also irgendwie kommt einem das viel kleiner vor, wenn man diese Riesendampfer davor gesehen hat. Wir kriegen noch mal einen kleinen Lichtnachschlag. Ich glaube, die ist doch jetzt froh, dass sie weg ist, ne? So eine Dose Farbe könnte die schon mal gebrauchen. Ja. Wir hatten letztens schon mal so einen Maersk-Dampfer, der sah auch so ein bisschen ramponiert aus. Ja, und hier sieht man es nochmal. Die Maersk Brani ist ein gechartertes Schiff, fängt mit Maersk an. Die Mari Maersk ist ein Maersk-eigenes Schiff. Also wenn Maersk vorne steht, ist es gechartert. Wenn Maersk hinten steht, ist es ein Reederei-eigenes Schiff. Danke auch nochmal für die Info. Ola hatte das vorhin nochmal bestätigt. Ja, die Mari Maersk, das eigene Schiff, sah auch deutlich besser aus als das gecharterte. Bei den Geschaderten, da legen die nicht so viel Wert drauf, vielleicht, dass das gut aussieht. Das Licht ist jetzt aber wirklich Das Sahne. Licht ist richtig schön. Ich will das hier nochmal da zum Vergleich. Da hinten sieht das auch so schön aus, in der Ecke. Ja. Die fährt jetzt richtig schön ins Licht mit ihren Roststellen. Aber man denkt gar nicht, dass die über 200 Meter lang ist, oder? Ja. Das sieht so winzig aus, wenn die dran vorbeifährt. Das sieht so klein aus. Ne?
ich mache trotzdem ein Foto bei dem Licht. John hat es nochmal rausgesucht. Die Brani ist von 2010. Ist krass, wenn man das mal so mit Flugzeugen vergleicht. Es gibt ja auch Flugzeuge, die auch teilweise 20, 25, 30 Jahre im Dienst sind. Aber die sehen aus wie geleckt. Aber die Flugzeuge müssen ja auch ganz anders gewartet werden, oder? Ja. Und stell dir mal vor, du bist im Passagierbetrieb. Da kommt nur noch was vor, ne? Da kommt ein Flugzeug an, was so aussieht wie hier die Maersk. Da würde ich aber nicht ansteigen. Da kannst du aber sehen, wie die Passagiere Hackengas geben. Und ich meine, bei Kreuzfahrtschiffen ist es ja auch so. Also manche Kreuzfahrtschiffe sind ja auch teilweise 30 Jahre alt. Die werden natürlich auch ganz anders gepflegt. Aber den Containern also ist es egal, wie die Schiffe aussehen. Hauptsache, sie kommen von A nach B. Aber wie sagt man so schön? Kleider machen Leute. Das stimmt. Irgendwas passiert da schleppermäßig an der Evergreen. Ich gehe gleich mal rüber. Guck mal, Remo ist auch da und Remo denkt immer positiv. Rost ist doch nur oberflächlich, es zählen die inneren Werte. Genau so muss man das sehen. Oltchens Flimmerkiste, auch Mitglied seit 2 Monaten. Mensch, vielen, vielen Dank, Oltchen. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch zum 2-monatigen Geburtstag. Ja, die Eva Alot hat abgelegt. Wir gehen rüber. Oh ja. Wir schalten um nach Evergreen. Ich bin ja begeistert von der Pünktlichkeit heute. Guck mal, nur 15 Minuten zu spät. Das ist ja nix. Da würde man bei der Deutschen Bahn eine Pulle Shampoos aufmachen. Bei den Kreuzfahrtschiffen ist das auch nix. Ja. Haben wir jetzt 2-mal gehabt.
habe. Das war schon so öfter. So krass, so spät waren. Ich glaube, das war schon öfter. Kann mich nicht an alles erinnern, kommt mir auf jeden Fall so vor. Aber die Streams, die so ein bisschen aus dem Ruder laufen, sind ja immer die besten. Das stimmt. Hast du aber schön gesagt, aus dem Ruder laufen. Passt ja schön zum... Ein Schenkelklopfer! Ja, die Ever Arlott gehört zur Evergreen A-Klasse. Die ganzen Schiffe fangen alle mit A an. Und ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Müsste auch so um die knapp 24.000 Toy-Klasse sein. Hat auch 400 Meter und höchstwahrscheinlich auch die ca. 61 Meter Breite, die ja mittlerweile bei den ganzen großen Megamax-Carriern so üblich sind. Ja, aber schön, dass wir das noch als Zugabe bekommen. Dann haben wir heute aber auch alle Farben durch, ne? Mhm. Die Grünen finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja. Dr. O hat es nochmal rausgesucht. 400 Meter Ever Arlott und 24.000 und 4 Toy. 2022 gebaut, also auch noch nicht so wirklich alt. Sieht auch noch ganz gut aus, also wenn wir uns da mal den Lack anschauen. Ich hatte doch hier auch mal so eine Info zu den größten Containerschiffen der Welt. Mal gucken, ob ich das hier noch habe. Weißt du, wo die hinführt? Ah, ihr seht, die Ever Arlott und die Baugleichen aus der Evergreen A-Klasse rangieren auf Platz 5 der größten Containerschiffe der Welt. Aber guck ich jetzt verkehrt, oder hat die auch zwei Schornsteine? Die hat auch zwei Schornsteine. Richtig. Kann ja sein, dass ich schon doppelt sehe. Oh, we have a viewer from Texas, Ernesto. Welcome to our channel. Sorry, we are talking mostly in German, but if you have any question, just write it in English and we try to answer that question in English. And greetings to Texas, USA. Send me a T-bone steak.
Yeah, Ernesto, once in my life I was in Austin and really no kidding, the biggest steak I ever had in my life was in Austin. And I can't describe it. It was like a baseball racket with a football on it. Yeah. Ja, da kommt sie raus. Ich finde, sie ist eigentlich ganz schön beladen, oder? Gar nicht so bunt, ne? Nee, sieht sehr also gut aus. Grüne Container, dann so rostrote, rotbraune Container, ein paar blaue sind dazwischen. Das ist prädestiniert für ein Foto. Ja, ja, also ich will auch auf jeden Fall ein Foto mitnehmen. Leider geht das Licht ein bisschen weg. Reinzoomen und mal gucken, was auf der Backe abgeht. Die orangen Overalls passen auch wunderbar zu dem Grün, finde ich. Ja. Also da war wirklich ein Designer am Werk. Also ich finde, die gewinnt heute den Preis des schönsten Schiffes. Findest du nicht? Findest du? Ja. Also ich fand die Maersk, also ich finde das Blau von Maersk etwas schöner, aber die ist halt, das Grün geht auch durch. Aber ich finde, die ist so schön beladen und so, sieht so frisch aus, der Dampfer. Ich finde, durch diese grünen Streifen auf der Brücke oben, sieht das so aus, als ob die oben auf dem Peildeck einen Golfplatz haben. Mhm, haben die vielleicht auch. Kannst ja nicht drauf gucken. Ne? Da wäre jetzt eine Drohne nicht schlecht. Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, dass sie beim Auslaufen an dieser Stelle nicht einmal frontal auf uns zufahren. Mhm. Ich mag ja diese Frontansicht so super gerne. Der Ole schreibt nochmal, man muss sich jetzt nur vorstellen, dass so ein Ding im Suezkanal quer lag. Das ist ja echt heftig, ne? Ja, das war ja die Ever Given und das Lustige ist, die Ever Given lag ja hier in Hamburg auch schon quer. Echt? Ja, ja, genau das gleiche. Also ich weiß nicht, so, zumindest war da ein Vorfall. War das die vielleicht, die das in Teufelsbrück gerammt hat? Nee, das ist, müsst ihr mal bitte googeln. Also es gab auf jeden Fall auch einen Vorfall mit der Ever Given auf der Elbe.
der eine zweite Offizier, mit dem ich gefahren bin auf der Chicago Express, der spielt übrigens wirklich Golf. Und die haben sich dann in New York in so einem Golfladen, haben die sich Golfbälle geholt, die biologisch abbaubar sind, die irgendwie aus so einem, keine Ahnung, nicht Fischfutter, aber ist halt so Zeug, was sich abbauen lässt. Und dann haben die tatsächlich oben vom Peildeck haben die Golfbälle abgeschlagen. Ja, ein bisschen Sport müssen die auch machen, ne? Bisschen Fitness. Kerstin hat es rausgesucht, 2019 mit der Given in Hamburg, hat in Blankenese eine Hafenwehre zerquetscht. Ja, das vielleicht war das, dann war das das war genau. Das, ja. Also die Ever Given, kann man sagen, berühmt berüchtigt. Und sie fährt immer noch. Und sie kommt auch immer noch regelmäßig nach Hamburg. Schauen Sie, das ist wahrscheinlich das schwarze Schaf. Ja, das kann sein. Es ist immer wieder beeindruckend. Wir sind so weit weg hier mit der Kamera und müssen trotzdem richtig weit rauszoomen, damit wir die Schiffe komplett drauf bekommen. Theo fragt, wann die Queen Mary wieder nach Hamburg kommt. Ich glaube am 22. Oktober. Wirklich fast farbgleiche Container an Bord. Ne? Es sind echt so ein paar Ausnahmen, die dazwischen stehen. Da haben sich die richtigen Reedereien zusammengetan. Zumindest auf jeden Fall steht da kein Hapag-Lloyd-Container an Bord. Nee, nicht einer. Können Sie jetzt aber hier zwischen den Bäumen können wir Sie jetzt sehr schön verabschieden. Tschüss, Hartmut. Tschüss. Remo fragt, ob da eine komplette Bay frei ist. Das sind, glaube ich, sogar zwei Bays, die da frei sind. Ach, drei sehe ich. Vier. Also, da ist noch Platz drauf. Guck mal, was da für Schlepper sind. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist echt krass. Das ist wirklich, ich muss mal auf die zweite Kamera. Guck mal, was hier mit Schleppern los ist. Ich muss mal ein bisschen weiter rüber zoomen. Ich muss ein bisschen nach rechts. So, einmal ganz schnell.
Hier sind echt Schlepper am Wuseln. Nee, die fährt jetzt nach Rotterdam und da wird sie wahrscheinlich voll gemacht. Also die ganz großen Schiffe, die haben doch arge Probleme, vollbeladen nach Hamburg zu kommen. Das geht fast gar nicht. Und deshalb laufen die meistens, bevor sie Hamburg anfahren, entweder Antwerpen, Rotterdam, teilweise auch Southampton nochmal an. Beziehungsweise wenn die jetzt zurückfahren, also die fährt jetzt nach Rotterdam, da wird die wahrscheinlich richtig voll gemacht. Also so viel Schlepper auf einem Haufen sieht man wirklich nur beim Schlepper. Nee, also das sind wirklich jetzt viele hier gewesen. Sven, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Schlepperparty. Ja, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum fahren die Schiffe überhaupt nach Hamburg? Ich meine, wenn die Ladung erstmal in Europa ist, ob man das jetzt in Rotterdam ablädt oder in Antwerpen oder in Hamburg, ist doch eigentlich, sag ich mal, weitestgehend egal. Aber es ist wohl so, ich hoffe, dass ich da richtig liege, dass Hamburg wohl immer noch einen extrem großen Vorteil hat, was den Weitertransport angeht. Also von hier aus, gerade die ganzen Waren, die jetzt nach, von hier aus gesehen, Mittel- und Osteuropa müssen. Da ist Hamburg wohl ganz, ganz stark, was den Weitertransport angeht, gerade auch mit der Hafenbahn. Die Hafenbahn ist ja, glaube ich, die größte Europas hier, auch von der Menge. Von daher macht es schon Sinn, die Schiffe dann auch noch mal nach Hamburg laufen zu lassen. Ja, und da verabschiedet sich die Ever Arlott. Tschüss! Weg ist sie. So. Hinten wuseln noch ein paar Schlepper rum. Aber ich glaube, das war's mit unserem Abendprogramm, oder? Ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht wissen, auf wen die warten oder wo die hinfahren. Meinst du, die Schlepper, die nehmen jetzt den nächsten an Haken? Ja, das kann natürlich sein, dass die da... Da steht ja noch so ein kleiner. Ja, ihr Lieben, ich glaube, soll ich mal die Kamera umdrehen hier? Ja. Können wir uns ja noch mal zeigen. Moment. Da sind wir. Ja, ihr Lieben, Mensch, das war doch mal ein toller Stream vom Timing her. Drei große Containerschiffe und gar nicht so viel Wartezeit dazwischen. Also von daher, ich sag mal, für Schifffahrt ging das hier Schlag auf Schlag. Auf jeden Fall. Ja, also am Flughafen, da geht das noch ein bisschen anders, aber das war schon eine ganz gute Taktzahl. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank auch für eure ganze Unterstützung, egal ob das als Spende ist, als Mitgliedschaft. Aber am Ende freuen wir uns natürlich, wenn ihr überhaupt einschaltet. Also jeder, der zuguckt, der macht uns schon mal eine ganz große Freude. Auf jeden Fall. Ja, ihr wisst, es ist immer schwer anzukündigen, wann der nächste Stream ist. Wir gucken immer ein bisschen, was sich ergibt. Wir müssen schauen, dass wir Zeit haben. Das Wetter soll nicht so toll sein. Und du bist ja auch nächste Woche wieder unterwegs, ne? Nächste Woche bin ich wieder unterwegs, dann mit TT-Line. Da fahre ich mit der Peter Pan. Nach Schweden? Oder nach Schweden, genau. Macht da auch ein bisschen Fotos. Und ja, dementsprechend ist es immer schwer, vorher anzukündigen, wann es weitergeht. Aber ihr wisst ja, das Einfachste ist, Kanal abonnieren, uns auf Instagram folgen, am besten hier das ganze Glockengedöns auf
YouTube machen und dann solltet ihr eigentlich rechtzeitig eine Benachrichtigung bekommen. Ja. In Hamburg sagt man Tschüss.